Ja, die Wirtschaftsberichterstattung, die ist furchtbar. In den gesamten Medien, aber auch in den alternativen Medien, ist da häufig noch viel Luft nach oben. Ja, aber meistens, ich glaube, die meisten wollen oder müssen das auch nicht verstehen. Ich beispielsweise, ich finde es ja auch interessant, wenn jemand mal so die konkrete Zahlen droppt oder so. Aber normalerweise gehe ich ja auch nicht in die Tiefe. Vor allem, weil das ja auch so Sachen sind, die ich mir normalerweise nicht merke. Also ich merke mir so eine grobe Tendenz quasi. Das wird dann irgendwie so abgespeichert langfristig. Und alles andere ist dann halt, keine Ahnung, nächste Stunde weg, übernächste. Na, die grobe Tendenz, die man sich hier merken kann, ist ja, dass Staatsunternehmen, die privatisiert wurden in der Bundesrepublik, beziehungsweise wo man auf dem Weg der Privatisierung gegangen ist, dass die danach durchgängig ineffizienter und teurer für die Kunden wurden. Also das sieht man bei der Post, das sieht man bei der Telekom und bei der Deutschen Bahn, die ist ja noch 100% staatlich, da hat man die Struktur aber so verändert, dass sie jetzt wirtschaften soll wie ein privates Unternehmen, was katastrophal schief geht. Also all diese Versuche, die zeigen mehr oder weniger, dass eine Privatisierung in diesen Bereichen mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Wobei bei Post würde ich jetzt nicht wirklich, weiß ich jetzt nicht, wie ich dazu stehe. Ich meine, auf der anderen Seite gab es ja ganz paar Neuerungen, auch durch Digitalisierung und so weiter. Soweit ich weiß, machen die auch oder haben die ziemlich viel Aufwand betrieben, alle möglichen Akten oder so, die hatten, zu digitalisieren und so weiter. Das ist ja auch sicherlich Geld, was du raushaust, was du normalerweise ja noch nicht so als Kosten hättest. Wenn du jetzt einfach nur Paketzustellung machst, sage ich mal. Weil die haben extra einen Haufen Leute dafür eingestellt, die dann im Endeffekt 40 Stunden die Woche rumstanden und einfach nur Dokumente eingescannt haben oder abgetippt haben oder so. Ja, War nicht sicherlich, also irgendwie so möglich. die Post AG, die ist auch ein hochprofitabler Konzern, so wie ich das mitbekommen habe, aber ob das für die Kunden so gut ist, denn diese Profite, die werden dann unter anderem dadurch erwirtschaftet, dass Briefe immer seltener zugestellt werden, also dass die Termine, wo Briefkästen geleert werden, reduziert werden. Dass man die Postangestellten schlechter bezahlt, dass man auf Subunternehmen setzt oder dass man das Briefporto immer weiter erhöht hat. Also ja, die Post AG, die macht viele Gewinne und die ist jetzt vielleicht noch eines der Beispiele, wo es nicht ganz so katastrophal gelaufen ist, aber also es ist jetzt meine Meinung, als die Post noch hundertprozentiges Staatsunternehmen war und da einfach Postbeamte gearbeitet haben, da hat sie die Aufgaben, die sie hatte, nämlich Briefe pünktlich zuzustellen und regelmäßig abzuholen, einfach zuverlässiger geleistet als heute und das Personal wurde auch besser bezahlt und war zuverlässiger. Das kann sein, das kann ich mir gut vorstellen. Da stellt sich halt die Frage, kannst du bei einem staatlichen Unternehmen eigentlich überhaupt so ohne weiteres sagen, okay, das ist jetzt so und so viel effizienter quasi? Also gibt es da überhaupt einen richtigen Vergleich, weil du ja im Endeffekt, ich weiß ja, hast du bei jedem Staatsunternehmen auch direkt so Einkommen und Ausgaben quasi wie bei allen Unternehmen? Weil im Zweifelsfall würde ja dann eigentlich sowieso Steuergeld mitgenommen werden, oder nicht? Oder wie ist das bei so einem staatlichen Unternehmen? Nee, das ist die Frage. Will man bestimmte Bereiche subventionieren? Und damit sie eben effizient laufen. Und beim Schienenverkehr, da sehen wir das jetzt, den musst du subventionieren. Diese Vorstellung, dass die Deutsche Bahn Gewinne machen konnte, die war von Anfang an so unrealistisch, dass man hat versucht, Gewinne zu machen und mittlerweile macht die Deutsche Bahn die Hälfte ihres Umsatzes mit irgendwelchen Logistikprojekten im Ausland. Sie hat sich also von ihrem Kerngeschäft zumindest zur Hälfte schon verabschiedet, ist hoch verschuldet, einfach weil sie diesen Versuch unternommen hat, Profite zu machen. Gleichzeitig wurden Sechstel aller Schienenstrecken rausgerissen und die Schienen fahren überall auf Verschleiß. Es gibt einen riesen Personalmangel. Und das alles nur, weil man versucht Naja, hat, gut. damit Gewinne zu machen. Na gut, aber wenn du Schienen wegreißt, schätze ich mal, liegt das ja wahrscheinlich daran, dass sich die Wartung nicht mehr lohnt, oder? Weil Ja, du musst genau. ja schon. Das, das, Ja, aber die Wartung lohnt sich ja dann wahrscheinlich nicht, weil da keiner langfährt, oder? Also, ich meine, hier im Osten hast du teilweise Orte, da hast du, keine Ahnung, drei Häuser stehen und hast dort eine Bahnstation. So, keine Ahnung, könnte man ja im Prinzip wegmachen, könnte man eine Abkürzung nehmen zur nächsten größeren Stadt. Theoretisch. ja, und was machen die Rentner, die dann in diesem Dorf wohnen? Also die müssen dann ja mit dem Bus fahren, beispielsweise. Und der kostet auch Geld, Naja, nur das aber. trägt dann nicht mehr die Deutsche Bahn. Also überall da, wo kein öffentlicher Na also wo die Sch Schienenstrecken weggefallen sind, füllt die Lücke dann der öffentliche Nahverkehr. Das heißt, die öffentliche Hand hat diese Ja. Kosten trotzdem, nur die tragen dann halt die Kommunen und nicht mehr die Deutsche Bahn. Da würde ich halt eher, also gerade bei solchen Dörfern,
Ne, würde ich vielleicht überlegen, ob es da eine andere Möglichkeit gibt. Weil dort einen Zug lang fahren zu lassen, wenn das jetzt ein großer Umweg ist oder so, ist ja sowieso Quatsch. Ja, hat man ja überall. Man hat ja überall Schienenstrecken rausgerissen. Und großer Umweg waren diese Dörfer ja meistens nicht. Also die Schienenstrecken waren früher immer etwas länger, es sind mehr Züge gefahren, aber ja, dann hat man die Schienenstrecken beseitigt und jetzt muss da überall Schienenersatzverkehr fahren, was wirklich furchtbar funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie so eine Lösung mit Taxi oder so vielleicht. Da in die Richtung mal subventionieren oder so, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen auf den Individualbedarf eher zugeschnitten. Vielleicht. Vielleicht ist da so ein Taxi langschicken, weil so ein Rentner, der muss ja auch nicht jeden Tag in die Stadt daneben, weißt du? Der muss vielleicht mal einmal die Woche oder so oder zweimal die Woche oder was. Und wenn man dann halt einfach, keine Ahnung, also entweder so Omnibus. Also noch nicht mal einen richtigen Bus oder so, sondern dass man halt versucht, das Fahrzeug, was du da verwendest, möglichst klein zu halten, weil ja eh nur ein paar Leute mitfahren. Und das dann irgendwie nicht einmal. Ich kenne hier Dörfer, die haben, da fährt der Bus irgendwie zweimal am Tag. Einmal morgens, einmal abends. So, das ist ja auch irgendwie arschlos. Ja, du brauchst ein Auto. Das ist auf dem Land so. Und das ist ja Ja. meiner Meinung nach also wie gesagt, es gibt Regionen, die so abgelegen sind, dass es sich da, also dass da der Bus tatsächlich nicht häufig genug fahren kann. Aber wenn du halt so viele Schienenstrecken rausreißt, stilllegst und dann alles, also diese gesamte Lücke vom öffentlichen Nahverkehr mit Bussen füllen willst, das geht natürlich nicht. Also natürlich braucht dann jeder ein Auto. Also das ist ja so eine Fehlentwicklung. Und da ist die Frage, ob man die Deutsche Bahn nicht hätte in Form einer Bundesbahn bestehen lassen sollen und das dann stärker hätte subventionieren sollen. Was, wenn die Deutsche Bahn sich Taxis kauft Das und die dort vorbeischickt? ist nicht ihre Aufgabe. Ich meine, Aufgabe der Deutschen Bahn ist es, in Deutschland einen gut funktionierenden Güterverkehr und einen öffentlichen, ja, als öffentliches Verkehrsmittel bereitzustehen. Naja, gut, und dann. Na gut, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, irgendwie sowas wie ein Omnibus oder Taxi, irgendwas in der Richtung quasi, aber dann halt von den Kommunen finanziert, eventuell. Ja, das Oder ist die ja das Problem. subventionieren dann halt bereits vorhandene Taxiunternehmen, wo was dann halt auch wiederum nach hinten losgehen kann. Das ist ja das Problem, dass viele Kommunen sich sowas eben nicht leisten können. Also die Kommunen, die sind ja finanziell zumindest zumeist sehr, sehr schlecht aufgestellt, weil es da verschiedene, also erstmal Prozesse gibt, wie beispielsweise die Landflucht, die dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen einfach wegbrechen. Wenn du weniger Einwohner hast, hast du weniger Einkommensteuer, die du einziehst. Und die Kommunen, denen es besser geht, die nutzen diese besseren Steuereinnahmen dann häufig einfach nur dazu, um die Gewerbesteuer zu senken, um im Steuerwettbewerb voranzukommen. Auch das ist jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll, dass hunderte Kommunen, die es in Deutschland gibt, steuerlich gegeneinander konkurrieren sollen. Ja gut, aber dafür haben die ja die Möglichkeit, Steuern anzupassen. Eigentlich. Also wie sollen die denn sonst dafür werben, dass dort sich Gewerbe ansiedelt? Ja, aber wenn sich ein Gewerbe in einer Kommune ansiedelt, siedelt es sich nicht mehr in einer anderen an. Das ist es ja. Dieser Wettbewerb sorgt nicht dafür, dass sich mehr Gewerbe ansiedelt, sondern nur, dass es sich da mehr da ansiedelt, wo die Steuern am geringsten sind. Naja, aber wie wollen die denn das sonst machen? Also ich meine, Wie? du kannst ja jetzt nicht für jede Kommune ein Gewerbe irgendwie spawnen lassen oder so. Nee, aber wie meinst du das? Es werden ja eh Gewerbe gegründet. Also Aber durch diesen Steuerwettbewerb werden so überwiegend in wirtschaftlich starken Kommunen, die sich niedrige Gewerbesteuern leisten können, gegründet. das war in die Richtung, meinst du? Na gut, eigentlich, ich hatte hier den Eindruck, also ich wohne in Sachsen, eher so im Osten. Und ich hatte hier den Eindruck, dass warte mal, Gewerbegründung war ja, glaube ich, sogar teurer als Durchschnitt. Und dann kommt es darauf an, welche Industrien sozusagen. Also es gibt Industrien, die man hier mag sozusagen und welche, die man nicht sonderlich mag. Und dann hängt es irgendwie davon ab, wie die dann wiederum besteuert werden oder was die für. Wie nennt denn sich das, wenn du ein Gewerbe anmeldest? Na, sagen wir mal einfach bei der Gewerbeanmeldung, was da alles fällig wird beim Zahlen. Was weiß ich. So, und ich meine, ich habe das immer verstanden, so als Steuerelement.
um zu sagen, okay, du willst eine ausgeglichene Wirtschaft oder du willst eine bestimmte Art von Wirtschaft anziehen quasi in deiner Gegend, dann kannst du dieses Element nutzen. Das ist so ziemlich das Einfachste, was einem einfallen könnte, um Leute anzuziehen und abzustoßen, mehr oder Aber weniger. Die Gewerbesteuer, die wird ja auf alle Gewerbe erhoben. Also wenn du Gewinne machst, dann musst du Gewerbesteuer zahlen als Gewerbe. Ist das nicht branchenmäßig? Nicht, dass ich wüsste. Oder fürs Land oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für einzelne Regelungen es da in unterschiedlichen Bundesländern gibt tatsächlich. Was da anders sein könnte. Na gut, das Ding ist halt, ich habe noch nirgendwo eine Firma hingestellt, deswegen habe ich mich da auch nicht im Detail damit auseinandergesetzt. Mein Eindruck war, dass du quasi auch so, also ich spinne mir jetzt einfach mal herbei. Sagen wir mal, du willst, ob du jetzt nur Kohle fördern willst, sagen wir mal, oder im Vergleich zu, keine Ahnung, du willst Süßigkeiten herstellen oder so. Das sind ja zwei unterschiedliche Branchen im Endeffekt. Oder, nee, warte mal, den Unterschied zwischen Industrie und Dienstleistungsgewerbe müsste es eigentlich auf jeden Fall geben. Oder nicht? Wenn wir jetzt mal quasi von der Richtung gucken, wer ist dann dort beschäftigt sozusagen? Oder wie viel Potenzial gibt es eigentlich auf Arbeitsplätze und sowas? Ja, definitiv gibt es da einen Unterschied, aber es ist Unterschied in der Besteuerung, das meintest du ja gerade. Und, soweit ich weiß, kann eine Kommune einfach nur einen gewissen Hebesatz bestimmen und das Verfahren, wie die Gewerbesteuer dann eingezogen wird, das ist vereinheitlicht. Also die wird dann auf den Gewinn erhoben, die ein Gewerbe halt macht. Die ist, also ja, ist. Gut. Na gut, also dann hast du halt immer noch diesen Steuerhebel sozusagen, willst du mehr insgesamt Wirtschaft, Industrie und so weiter bei dir und oder nicht? Und da ist halt. Ah, scheiße, jetzt müsste ich mir halt angucken, woher das Geld kommt quasi, weil normalerweise, ja, wahrscheinlich hast du dann recht tatsächlich, dass sie quasi das, was die vor Ort haben, dass sie das besteuern, dass sie dadurch gewisse wirtschaftliche Stärke haben, dass sie sich dadurch geringere Steuern leisten können. Bis zu dem Punkt, wo du eben das nicht mehr willst sozusagen, wenn du sagst, okay, gut, wir haben hier praktisch alles ausgebaut, hier ist, weiß ich, kein Platz mehr, zu hoher Verschmutzungsgrad, was auch immer. Es gibt ja durchaus Faktoren, die das dann limitieren, oder nicht? Oder vielleicht auch Mietpreise, kann ich mir gut vorstellen. Das ist über ja, da, wo ja, die Bonus drin stehen, aber. Grundsätzlich kommt es zu einem immer stärkeren Konzentrationsprozess, wenn eine Kommune schon stark ist, und das ist jetzt nichts, was man befördern soll, also was man durch so einen Wettbewerb anheizen sollte. Also man könnte doch sagen, überall in Deutschland geht die gleiche Gewerbesteuer, oder wir schaffen die Gewerbesteuer ab und geben Kommunen einen größeren Anteil an der Einkommensteuer an Festen beispielsweise. Aber ist das so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich hier irgendwie in Ostsachsen auf Land irgendwas aufbauen will, komme ich wahrscheinlich viel günstiger weg, als wenn ich das Ding in Dresden hinstellen will. Ja, aber in Dresden hast du die qualifizierten Arbeitskräfte und die Infrastruktur. Die, also je nach Industrie, wo du was. Also Steuern sind natürlich nicht der einzige. Also Steuern sind ja natürlich nicht der einzige Punkt, der entscheidend ist, wenn du ein Unternehmen ansiedelst. Also sie sind ein Punkt. Dann wäre es doch klüger, so zu machen, dass du sagst, okay, gut, wenn ich hier ein Ballungszentrum habe und ich habe hier die ganzen Fachkräfte und so weiter und die Betriebe wollen sich hier sowieso ansiedeln, dann kann ich auch die Steuern hochmachen, oder nicht? Wie gesagt, Steuern sind nicht der einzige Punkt, der entscheidend dafür ist, wo sich Unternehmen ansiedeln. Steuern sind im größeren Maßstab auf ganze Volkswirtschaften gesehen sogar ein relativ irrelevanter Punkt. Da sind andere Dinge, wie gesagt, Verfügbarkeit an genug Arbeitskräften, rechtsstaatliche Standards, Verfügbarkeit von Infrastruktur und Wechselkurs, Verfügbarkeit von Krediten, um die Investition finanzieren zu können. Das ist alles wesentlich wichtiger als die Steuern. Also auf nationaler Ebene spielt das Steuerniveau fast keine Rolle. Aber auf kommunaler Ebene. Ich meine, wenn du einfach nur ein paar Kilometer weiter ein Gewerbe eröffnest, zu relativ ähnlichen Bedingungen, und der Steuersatz ist nur halb so hoch, ja, dann gehst du dahin, wo der Steuersatz nur halb so hoch ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das der einzige Punkt wäre, das habe ich auch nicht behauptet, aber ich meine nur, dass dieser Wettbewerb an sich, dass das schon eine schlechte Idee ist. Das war mein Argument. Mein Problem ist halt, mir fällt keine bessere Idee ein.
Ja, eine Wie pauschale man. Gewerbesteuer für alle. Naja, aber dann hast du ja noch ein größeres Problem für Ballungszentren, oder nicht? Weil da die Gewerbesteuer höher wäre. Naja, aber dann nimmst du den Steuerfaktor ja komplett raus. Und das ist ja das, was eine Kommune quasi relativ frei bestimmen kann. Oder beziehungsweise, ja, das musst du halt auch noch abhängig von Faktoren machen, aber das kannst du bestimmen. Das hast du quasi in der Hand. Du kannst nicht einfach ohne weiteres Fachkräfte ansiedeln oder so. Ja, aber den Gewerbesteuersatz, den, das sind deine finanziellen Möglichkeiten, die das einschränken. Und eine ländliche Kommune, die kann den Gewerbesteuersatz nicht niedrig ansetzen. Eine ländliche Kommune mit Abwanderung, die muss den relativ hoch ansetzen, einfach damit sie einen ausgeglichenen Haushalt hat, weil Kommunen eben sehr strengen Schuldenregeln unterworfen sind. Das widerspricht meinem Glauben. Das können wir so nicht machen. Ich bin bis jetzt fest davon ausgegangen, dass du die Steuern runtersenken kannst, quasi, um Gewerbe anzulocken. Und das ist Ja, das das kannst du, quasi. aber eben nur solange du ausgeglichenen Haushalt hast. Und dann kannst du dich entscheiden, mache ich Schwimmbad zu oder senke ich die Gewerbesteuer? Naja, und dann wäre, ja, okay, das wäre vielleicht ein Problem, dass dann. Bei den jetzigen Bedingungen würdest du ja eher dazu tendieren, Schwimmbad zuzumachen, weil wenn du die Steuer erhöhst, dann wandeln vielleicht sogar noch Betriebe ab oder so. Wobei das wird, also welche, die sich dort angesiedelt haben, werden nicht, aber so willst du ja, dass sich neue ansiedeln. Du willst die, die sich ansiedeln würden, nicht verschrecken, beispielsweise und so, und dann machst du halt lieber das Schwimmbad zu, klar. Also ergibt in meinem Kopf halt auch irgendwie Sinn. Auch wenn es sich jetzt erstmal nicht sonderlich sozial anhört. Aber ich Ja, glaube, so aber flächendeckend für alle, dass du dort halt keinen Hebel mehr hast, ich weiß nicht, ob das besser wäre. es ist kein Hebel. Da steckt eine systematische Logik hinter, die dafür sorgt, dass manche Kommunen, die sei es durch Zufall, sei es durch gute Politik ihres Bundeslandes, sei es, ja, nehmen wir mal das Beispiel Mainz. Da kommt ja das Unternehmen BioNTech her. Und wie viel Mainz jetzt dafür kann, dass das Unternehmen unbedingt da seine Gewerbesteuer zahlt, ist jetzt relativ egal. Auf jeden Fall hat Mainz diesen riesigen Einnahmen, die es durch die Impfstoffverkäufe dann hatte, erstmal genutzt, um seinen Gewerbesteuersatz auf einen Rekordtief zu senken. Also Mainz hat jetzt einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Kommunen und den versucht es jetzt weiter auszubauen. Na gut, das klingt nicht im Sinne des Erfinders. Ja, das ist jetzt die Frage, ja, was heißt das Erfinders? Also die Regeln sind ja so, weil die aktuelle Politik will, dass sie so sind. Naja, okay, aber das war ja schon ein bisschen länger so. Das hat sich ja nicht die Ampel ausgedacht. Nee, also viele Regeln halten sich schon sehr lange so, aber solche Regeln, die kann man auch wieder ändern. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wo ja übertriebener Wettbewerb, wo so ein Wettbewerbsgedanke nicht sinnvoll ist, weil das letztlich nur dazu führt, dass ja viele hinten runterfallen und auf einem freien Markt, da ist Wettbewerb ja sinnvoll. Wenn ein Unternehmen pleite geht, dann geht das Unternehmen pleite und die Mitarbeiter werden von anderen übernommen. Aber wenn eine Kommune pleite geht, was soll denn da mit den Einwohnern passieren? Also die wandern doch da nicht alle Die aus und kriegen werden dann die von anderen Stadt. Kommunen übernommen. Also Naja, gewisserweise schon. Also, die fahren dann halt in die Stadt zur Arbeit und so. Im ja, aber ist das Gebietsbus. was, was wir gesellschaftlich wollen? Das ist dann die Frage. Jo, aber das Problem ist halt, wenn ich mir vorstelle, du hättest überall gleichmäßige Steuern auf Gewerbe und du hättest von Kommune zu Kommune überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie was anzupassen oder so. Was denkst du, was dann passieren würde? Dann gäbe es zumindest diesen Steuerwettbewerb nicht mehr. Naja, dann gibt es den Steuerwettbewerb nicht mehr und dann kommt es nur noch darauf an, Lage, Fachkräfte und dann hast du ja das gleiche Problem, oder nicht? Ja, aber das hast du doch heute schon. Nur, dass es noch durch den Steuerwettbewerb verschärft wird. Die Kommunen mit Meinst du? guten Bedingungen, die Kommunen mit guter Lage, mit vielen Fachkräften, die wirtschaftlich gut dastehen, können die Gewerbesteuer stärker senken als Kommunen, die eben wirtschaftlich Ja, aber schlecht machen dastehen. die das auch? Ich glaube, es ist das Ja. Gegenteil der Fall. Ja, die machen das tatsächlich. Ich fact-check das nachher, Alter. Kannst du machen. Ich weiß gar nicht, wie man. Es müsste ich jetzt auch noch mehr mir eine Statistik ansehen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn das wirklich ein Entscheidungsfaktor ist, müsste man ja
müsste man ja eigentlich relativ schnell gucken können, wo du welche Steuern zahlen würdest für welches Gewerbe oder nicht. Da müsste es ja irgendwie eine Übersicht geben, oder man müsste man dann bei den einzelnen Ämtern anrufen oder was? Das kann ich mir eigentlich nicht Nee, vorstellen. Hebesätze für die Gewerbesteuer, das sind Karten, die kannst du nachgucken. Aber dann musst du diese Karten noch mit anderen Faktoren zusammenlegen. Also deine BIP pro Kopf auf Einwohner wird, glaube ich, in Kommunen nicht berechnet. Also müsstest du durchschnittliches Einkommen pro Kopf gucken und das dann mit der Gewerbesteuerkarte übereinander legen. Und habe ich noch nicht gemacht. Also wie gesagt, das war gerade nur systematische Logik, die ich beschrieben habe. Die erklärt natürlich nicht alles. Das heißt, muss nicht 100% übereinstimmen. Deswegen, es ist nur ein Problem, wo meiner Meinung nach zu viel Wettbewerb zu Schaden führt. Aber wie gesagt, du kannst das gerne mal empirisch nachprüfen, wenn du da so viel Zeit rein investieren willst. Müsste mir auch erstmal ausdenken, wie ich da überhaupt rangehe. Wie Habe ich ja gesagt, gerade ich gesagt. beschäftige mich, ja, Einkommen pro Einkommen Kopf gucken und oder. Hebesätze für die Gewerbesteuer und das dann übereinander legen und da kannst du dann, das kannst du dann in einem Diagramm auftragen und dann eine Korrelation berechnen und dann hast du Korrelationskoeffizienten, kannst dann auch noch berechnen, wie signifikante Korrelation ist, das kannst alles berechnen dann, wenn du viel Zeit hast. Nee, nee, so tief gehe ich normalerweise in Wirtschaft auch nicht rein und außerdem habe ich zurzeit einen anderen Fokus, glaube ich, oder mehr oder weniger zwei. Also einer ist, weil ich meinen Nazi-Tank verteidigen muss. Und der andere ist, ich muss mehr wissen, wo die NATO wegen irgendwas reinmarschiert ist. So, das sind quasi so meine nächsten, wie soll ich sagen, so mein Fokus So, in NATO, dem Sinne. das waren in letzter Zeit einige Kriege. Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen. Ja, und ich kenne das ja von der Berichterstattung her und ich würde gern genauer wissen, was da passiert ist praktisch. Oder die auch pro-westliche. Also das Ding ist halt, es gibt relativ viel NATO-Kritik, die ist auch relativ weit verbreitet. Und dann hast du eine relativ oberflächliche Darstellung der ganzen Konfliktsituation von den Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise. So, und ich hätte gern eine pro-NATO geostrategische Begründung quasi, warum NATO Dinge macht. Und dann Die wird dir in würde der ich noch. Kritik normalerweise auch geliefert. Also wenn du eine vernünftige Kritik hast. Ja, wenn du eine vernünftige Kritik hast. Weil meistens will man ja einfach nur. Oh nein, NATO, Verbrecherstaat, bla bla Nee. bla, nicht Verbrecherstaat, sondern hier. Was habe ich letztens gehört? Es gab ja gute Gründe, beispielsweise Jugoslawien zu parzellieren. Also es gab ja auch gute Gründe, Libyen zu destabilisieren oder Syrien. Also das aus geostrategischer Sicht macht das sehr viel Sinn. Nur dann wird später immer Aber. erzählt, das sind böse Despoten. Das ist ja dann das Problem, weil die NATO sage ich jetzt schon, das sind natürlich meistens dann die Politiker aus den einzelnen NATO-Staaten, die erzählen dann, uns geht es um Demokratie und das sind böse Despoten und deswegen müssen wir die jetzt bekämpfen. Ja, okay. Weil das Ding, also zum einen Libyen war, glaube ich, Frankreich und USA ja, nicht unbedingt die gesamte NATO. Die NATO wäre ja eigentlich, ich glaube hier, Serbien war das, glaube ich. Hier, das dürfte NATO gewesen sein. Und die sind da ja auch irgendwie rein. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil irgendwie sehe ich da den Gewinn nicht für die NATO. Also wenn man jetzt sagt, okay, geostrategisch oder die wollen sich Ressourcen sichern oder so. Ich wüsste nicht, ob das dort irgendwie zutrifft. Ja, man braucht nicht immer Ressourcen. Aber man hat sich den Kosovo als Protektorat gesichert, da sind NATO-Truppen stationiert und man hat einen Konflikt, den man zur Not hochkochen kann, wenn man einen Stellvertreterkrieg gegen Russland starten will. Also man hat sich damit zusätzliche Optionen geschaffen. Es muss ja nicht immer um direkte Kontrolle über Ressourcen gehen. Das ist ein relativ armes Landstück. Also darum geht es in dem Fall wohl nicht. Meinst du, die NATO hält sich so ein Zeugs bereit, einfach nur um Konflikte hochkochen zu können für den Fall der Fälle? Ja, das macht Russland auch. Das macht jeder. Na gut. Das Hast du ein ist, Beispiel für sowas? Wie sowas dann aussehen kann? wie gesagt, Kosovo ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn der Konflikt dann hochgekocht wird, meine ich. Meinst du, so, ach so, wo man sich, wo man Wo einen Konflikt hatte, den man dann hochgekocht hat?
Also meinst du jetzt speziell exakt sowas wie im Kosovo, nur dass dann der Konflikt hochgekocht Nee, nicht wurde? exakt, dass man sich sowas Ähnliches wie in Vasallenstaat, naja, wie heißt das von den vorhin genannt, Protektorat sichert quasi und das dann irgendwie zum Provozieren eines Konfliktes beispielsweise nutzen kann. Sowas. In Syrien gerade. Also da haben die USA die syrischen Ölquellen besetzt und greifen andauernd iranische Ziele an. Hä? Das klingt ziemlich random. Ja, die USA, die drohen schon dem Iran seit längerer Zeit eine neue Front zu eröffnen. Also in der US-Außenpolitik, da gibt es einige Leute, sie sind fest davon überzeugt, dass zu einem Krieg zwischen den USA und dem Iran kommen muss. Warum? Ja, weil der Iran ein feindlicher Staat ist. Und warum? Weil da 1979 eine islamische Revolution stattgefunden hat und der Iran seitdem eine relativ unabhängige, anti-westliche Außenpolitik betreibt. Okay, also man will dem Feind auf die Fresse hauen. Ja. Weil das Ding ist, mir ist bei dir schon aufgefallen, dass du das quasi, ich glaube, du hast so ziemlich alle Fakten, die man so braucht, für die meisten Konflikte oder für die meisten deiner Positionen. Aber so wie du das dann letzten Endes präsentierst, wirkt das irgendwie einseitig. Und es wirkt auf mich jetzt beispielsweise einseitig NATO-kritisch. Es ist immer noch weniger NATO-kritisch als jetzt beispielsweise in Politopia oder so, weil du erwähnst ja wenigstens ab und zu mal, dass es da um geostrategische Interessen geht. Und es geht nicht darum, dass da irgendwie die eine Seite die andere komplett unterjochen will oder die einen sind die Bösen, die anderen sind die Guten oder was auch immer. So, dieses Narrativ baust du ja nicht auf, zumindest, soweit ich mitgekriegt habe. Nee, da, aber genau, da, warum wirkt meine Position NATO-kritisch? Und da muss, ich glaube, das sagt sehr viel über unsere Berichterstattung und über die Haltung der NATO aus, weil die NATO ihren eigenen Imperialismus immer so in ein wertegekleidetes Gewand hüllt. Also, dass sie sagt, uns Ja, geht es gut, um das ist. Demokratie, uns geht es um Freiheit. Und wenn man dann sagt, nein, euch geht es um Interessen, so wie es Russland um Interessen geht, so wie es China um Interessen geht, so wie es dem Iran um Interessen geht, geht es euch auch darum? Ihr wollt eure ja, globale Hegemonie aufrechterhalten. Und wenn man das dann sagt, dann wirkt das NATO-kritisch, obwohl man der NATO nur das Gleiche unterstellt, was man genauso Russland oder dem Iran unterstellt. Kann es sein, dass Iran noch irgendwie eine Rolle spielt beim jetzigen Israel-Konflikt? Weiß jetzt gerade gar nicht. Ich weiß, dass da Jordanien Ja, der irgendwie so spielt eine Rolle. potenziell. Iran hat Ah letztens das ja. israelische Botschaftsgebäude in Syrien angegriffen und mehrere hochrangige iranische Politiker getötet. So das Konsulat da. Hat die USA nicht gedroht an alle anderen Nationen um Israel herum, dass die sich nicht einmischen sollen in den Konflikt? Ja. Also wäre das doch eigentlich die Konsequenz daraus, oder nicht? Also wenn die USA quasi versucht, mehrere Fronten aufzumachen und der Iran feindlich gegen Israel vorgeht, dann ist es ja im Also Endeffekt die, logisch, dass die USA den auf die Finger haut, oder nicht? das ist sehr logisch, dass die USA und Also Israel sich so wirklich aggressiv logisch. gegenüber dem Iran verhalten, aber ja, definitiv ist das logisch. Ja, wieso hast du das nicht von Anfang an so erzählt? Weißt du, was ich meine? Aber die Frage ist, jetzt haben wir Europäer ein Interesse daran, da, also ein Konflikt mit dem Iran, das wäre ein riesengroßer Krieg, in den zig Länder involviert. Also wir wissen nicht, wer da alles reingezogen werden könnte. Also der Iran beispielsweise, also um mal einen Regionalkonflikt zu nennen, der steht im Kaukasus auf der Seite von Armenien und gegen Aserbaidschan. Aserbaidschan steht auf der Seite des Westens. Aserbaidschan hat ja zuletzt Bergkarabach annektiert und droht Armenien schon seit geraumer Zeit dort auch einzumarschieren. In aserbaidschanischen Medien wird Armenien häufig nur noch als West-Aserbaidschan bezeichnet. Also da gibt es sehr aggressive Expansionsdrohungen und der Iran steht auf der Seite Armeniens, der Westen steht auf der Seite Aserbaidschans. Und wenn es da jetzt zu einem Konflikt kommt, also da würde dieser Krieg, könnte dieser Krieg auch aufbrechen. Wieso steht denn der Westen auf der Seite von Aserbaidschan? Also den Konflikt kenne ich gar nicht. Ich kenne den halt nur von damals, als die Türken praktisch noch den Völkermord in den Armeniern begangen haben und die danach geflohen sind und die mehr oder weniger dann den eigenen Staat bekommen oder gegründet haben. Die haben eine eigene Sowjetrepublik bekommen. Und die sind ja mehr oder weniger Schützling von Russland gewisserweise. Wie so ein Teil der Sowjetunion gewesen. Warte mal, war Georgien auch Teil der Sowjetunion? Ja, also ja, es gab eine armenische Okay. Sowjetrepublik, eine georgische Sowjetrepublik und eine aserbaidschanische Okay, also Sowjetrepublik. der gesamte Kaukasus dann quasi. Okay, ergibt Sinn.
Öl und Und es Gas, gab warte mal, tatsächlich, du Mensch, hast recht, stimmt, Öl und du hast Gas recht. gibt es ja tatsächlich viel im Kaukasus, ja. Du hast tatsächlich recht, es gab kurze Zeit zwei Nationalstaaten, einen armenischen und einen aserbaidschanischen zur Zeit des russischen Bürgerkrieges. Die wurden allerdings, und die haben sich sehr heftig bekämpft, aber das wurde von den Bolschewiki, nachdem sie den Kaukasus zurückerobert hatten, wieder beendet. Dann ist jetzt im Endeffekt einfach nur das Problem, dass die das auf eine Art und Weise sich aufgeteilt haben oder beziehungsweise die Unabhängigkeit erklärt haben, die angefochten werden kann quasi von ihren Nachbarn. Ja, Aserbaidschan ist Und mächtiger. die dann Aserbaidschan hat wiederum. die Rückendeckung des westlichen Blocks. Armeniens traditioneller Verbündeter war Russland, aber Russland ist gerade mit der Ukraine beschäftigt und hat zudem ein Interesse daran, Aserbaidschan nicht zu sehr zu verprellen. Das heißt, bei der jüngsten Eskalation in Bergkarabach hat Russland zugesehen, wie Armenien sich da kampflos zurückziehen musste, beziehungsweise also die Verteidigungskräfte in Bergkarabach. Und bei einem großen Krieg ist fraglich, inwieweit Russland Armenien unterstützen könnte. Und deswegen hat der Iran dann gesagt, so, wir stellen uns auf die Seite Armeniens. Aus selbstlosen Interessen oder wie? Ja, aus machtpolitischen Interessen natürlich. Das zeigt übrigens, dass es da überhaupt nicht um Religion geht, dieser Konflikt. Das ist sehr interessant. Armenien ist ein mehrheitlich Ja, gut. orthodox-christliches Land und Aserbaidschan ein islamisches. Das, so, ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, es geht um machtpolitische Interessen, aber das zeigt das nochmal, dass solche ideologischen Erwägungen da von den Mächtigen häufig genannt werden, um dem Volk das dann zu begründen, dass die aber nicht entscheidend sind. Ich glaube, die einzigen, denen es wirklich einfach nur um Religion geht, wäre dann DIS oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber das wird ja die iranischen Politik häufig unterstellt. Das ist ein islamistisches Regime und ja, das ist die Ideologie, mit der sie sich legitimieren, aber der Außenpolitik ist der Iran sehr pragmatisch. Ja, also was das angeht, quasi dieses Moralisieren beziehungsweise dieses moralische Bewerten von seinen Feinden und wir haben quasi die richtigen Werte und die anderen die falschen und deswegen müssen wir da jetzt irgendwie rein und Menschenrechte verteidigen oder so ein Scheiß. Das halte ich auch für Quatsch. Ich glaube dennoch, dass die Konflikte oder die Kriege, die NATO führt, unterm Strich tendenziell humaner sind. Also nicht human an sich, aber im Vergleich zu den Konflikten, die andere Staaten führen oder andere Mächte, wahrscheinlich humaner sind, schätze ich. Sehe ich Also, jetzt durch nichts gedeckt, also auch beim ich meine, Afghanistan beispielsweise gab es ja den Vergleich, die Sowjetunion ist da reingemeddelt, hatte Hunderttausende von Toten auf beiden Seiten im Endeffekt. Während die NATO-Besetzung von Afghanistan ja eigentlich irgendwie wenige Tausende oder so an Todesopfern Ja, das gefordert waren hätte, meine ich. wesentlich mehr. Also es gibt verschiedene Schätzungen. Das ist auch immer schwierig, Übersterblichkeit in einem Krieg zu bestimmen. Aber bei der Sowjetunion, da wird geschätzt. Wie gesagt, das sind jetzt Schätzungen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, bevor da jetzt manche Fake News brüllen. Sowjetunion, da gibt es Schätzungen, die von ungefähr 2 Millionen Toten sprechen. Und Uff. in zehn Naja, so Jahren. weit würde ich nicht gehen. Wie gesagt, das sind Schätzungen, die nicht nur direkt Getötete, sondern auch Ach Verschollene, so. Übersterblichkeit, durch Krankheit getötete. Ja, wenn du wo einmarschierst und da dir das Gesundheitssystem zusammenbrichst. Ich finde schon wichtig, dass man das dann als Kriegsopfer zählt. Könnte man, jetzt stellt sich mir halt die Frage, welches Gesundheitssystem hat in Afghanistan bitte? Beispielsweise, das ist Vor ein. allem vor 50 Jahren gehabt. Ja, das war in den ländlichen Regionen keins, aber also kein relevantes, aber in den Städten gab es schon Ansätze davon und zudem kann auch die Nahrungsmittelversorgung zusammenbrechen. Ja, Also Nahrungsmittel, okay, ja, mag sein. die sowjetische, wie gesagt, die sowjetische Kriegsführung in Afghanistan, die war außergewöhnlich brutal. Man hat da absichtlich zivile Ziele angegriffen, um die Zivilisten aus Afghanistan raus, zum Beispiel nach Pakistan zu treiben, damit die Mudschahidin eben keine Bevölkerung mehr haben, aus der sie überhaupt Soldaten rekrutieren können. Also das ist Ja. ein tatsächlich gutes Beispiel von dir. Aber auch die NATO war in Afghanistan jetzt nicht humanitär. Die hat da Netze aus Foltergefängnissen errichtet. Ja, Also. humanitär sicherlich nicht. Außerdem, die haben, oh Gott, da gibt es noch dieses Beispiel von dem einen, was war der, Türke oder Iraner oder so, deutscher Staatsbürger, ist irgendwie in Afghanistan gelandet, weil er irgendwie Verwandte besuchen wollte oder so ein Scheiß. Und irgendwie hat man dem unterstellt, dass der da irgendwie Connections hatte.
Und dann war der ruckzuck in Guantanamo für 5 Jahre. Das ist dann Gut. irgendwie ganz schnell passiert. Ja, So, dann gab das es ja ist ja auch dieser einen weltweite riesen Krieg der USA Aufschrei. gegen den Terror, aber auch lokal in Afghanistan. Da hat man auch mit Hilfe dieses afghanischen Marionettenregimes, was man da eingerichtet hat. Also das hat man durch Wahlfälschung an die Macht gehalten, an der Macht gehalten. Also es gab in Afghanistan keine einzige freie und faire Wahl. Jede Wahl war immer durch massive Wahlfälschung begleitet, damit eben der von der NATO gewünschte Kandidat beginnt. Nach der letzten Wahl 2016, da hatten Ashraf Ghani und Abdallah Abdallah, die sind da gegeneinander angetreten. Da gab es auch Vorwürfe von massivem Wahlbetrug. Und da haben die USA sich schlicht dazwischen gestellt: Alles gut, Leute, beruhigt euch mal. Es wird eine Neuauszählung geben. Was ist passiert? Es gab keine Neuauszählung, sondern Ashraf Ghani ist einfach Präsident geblieben. Also auch diese gesamten Führer dieser afghanischen Übergangsregierung. Die hatten teils Vermögen im Wert von 100 Millionen Dollar, die sie nur durch Korruption erhalten haben können. Also, das waren Führer eines komplett armen Landes, in das aber Milliarden an Hilfe gepumpt wurden. Und diese Hilfe, die verschwand zum Großteil in korrupten Kanälen. Und die hatten dann teure Wohnungen Ja, in den Vereinigten Arabischen das mag Emiraten ja und sein, Golfstaaten. aber im Vergleich zu der russischen Handhabung beispielsweise ist das ja trotzdem noch, also das ist. Da wird auf hohem Niveau gemeckert. Das habe ich eigentlich immer wieder diesen Eindruck quasi, wenn ich mir angucke, was in Deutschland kritisiert wird und wie die russischen Zustände sind, beispielsweise, die ich halt jetzt nicht kenne, aber ich habe da 7 Jahre gewohnt zumindest. Ich kenne die halt aus einer Kinderperspektive sozusagen. Ich habe da ja so ein bisschen den Eindruck mitgenommen, praktisch. Aber wir waren gerade in Afghanistan, nicht in Russland, und wir Ja, waren aber bei der Sowjetunion, das das ist kannst du auf NATO. die gesamte Kultur quasi projizieren. Wenn du hier in Deutschland von Polizeikorruption redest oder so, dann hat die Polizei Nee. irgendwie Fahrräder verkauft, weißt Ich habe hier nicht von Polizei. Ich habe hier Ja, wirklich von ich weiß, es hat Afghanistan damit nichts zu geredet. tun, aber das ist die gleiche Nicht. Mentalität. Du hast Afghanistan und da ist das Problem, dass da Geld reinfließt, also Hilfsgelder, die dann irgendwie veruntreut werden oder in die falschen Hände kommen. Und der Vergleich zu einer nicht westlichen Belagerung ist halt quasi Massenmord, weißt du? Gesagt, also wir können ja die Zahlen vergleichen ganz nüchtern. Wir brauchen ja jetzt nicht auf die einzelnen Zustände eingehen. 1 Million in 20 Jahren gegen 2 Millionen in 10 Jahren, okay, war die sowjetische Kriegsführung grausam. Können wir dann ganz objektiv so sagen. Wie gesagt, du hast ein gutes Beispiel ausgewählt. Kann ich nichts gegen sagen. Es gibt, glaube ich, kaum ein anderes Beispiel, wo du so einen guten Vergleich, also wo beide Machtblöcke quasi einmal irgendwie also besetzt hatten oder so. Gibt es, glaube ich, wenig. Also selbst Vietnam beispielsweise hat sich ja eigentlich großteils dann selber verwaltet. Waren jetzt keine Besatzungszonen quasi von fremden Ländern. So wüsste ich jetzt nicht, was es da noch so für Beispiele gibt, außer vielleicht halt Kosovo oder so. Weiß ich nicht, wie die das da jetzt geregelt haben. Aber ja, deswegen halt Afghanistan, würde ich jetzt mal als Vergleich heranziehen. Ich Ja, aber meine, das ist ja gar das. nicht mein Punkt. Also du vergleichst ja jetzt, also wie gesagt, du hast mit dem Vergleich völlig recht, würde ich gar nichts gegen sagen, aber die Propaganda, die hierzulande erzählt wurde, die war ja nicht, wir gehen dahin, 1 Million Tote, Gar uns nicht, gar nicht. scheißegal, uns geht es jetzt erstmal darum, Ja. dieses Land in unserem durch Korruption, durch Besatzung, durch ja auch massenhaftes Abschlachten von Zivilisten, uns völlig egal, das in unserem Einflussbereich zu halten. Na, uns wurde erzählt, wir fahren dahin, um den Demokratie zu bringen, Brunnen zu bohren, und Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Also völliger Schwachsinn wurde uns da erzählt. Und das ist das Problem. Also, Was ist die Perspektive, die man, wenn man hier im deutschsprachigen Raum sich dazu äußert, die man kritisieren muss, weil das hier halt die herrschende Perspektive war 20 Jahre lang? Ja, das kann man durchaus kritisieren, aber ich weiß nicht, wer das wirklich glaubt. Also ich Ja, beispielsweise die nicht. Die meisten Regierung, Leute, mit denen ich darüber die rede, Medien. die glauben das auch nicht wirklich. Ob Regierung und Medien das erzählen, okay, vielleicht glaubt es die ein oder andere Oma, aber das ist jetzt nicht mein Glaubenssatz. Also mein Glaube war. Zum einen selbstverständlich geht es darum, dass man im Süden von Russland dann halt ist. Man will dort halt seine Macht ausbauen. Selbstverständlich geostrategische Interessen. Und die andere Sache ist, dass die da ja anscheinend, das ist ja praktisch, wie soll ich sagen, ein Ausbildungsort gewesen und Organisationsort von Terroristen auch. Und das sieht man ja jetzt, glaube ich, wieder mit dem Anschlag in Russland. Ich weiß nicht, inwiefern ich den mit Afghanistan in Verbindung bringen kann. Ich weiß, das war der IS und so weiter, aber die gehen ja auch. Das war der IS, also
nach den Medienberichten, die gerade verfügbar sind, selbst darüber wird sicher noch gestritten, aber das war IS Khorasan, das ist die afghanische Abteilung. Die konnte sich in Afghanistan durchsetzen, weil der westliche Gouverneur in der einen Provinz so korrupt war, dass, also er hat Land von den Stämmen, die dort traditionell lebten, geklaut. Die haben dann Aufstand gemacht und dadurch ist dort das staatliche Gewaltmonopol zusammengebrochen und dadurch konnte sich der IS in dieser Provinz durchsetzen. Und mittlerweile befindet sich der IS in einem Kampf gegen die in Afghanistan herrschenden Taliban. Mhm. Ja, die Taliban-Regierung ist ja quasi noch die Moderate im Vergleich zum IS wiederum, ne? Soweit ich mitgekriegt habe. Vor allem hat IS eine weltweite Mission. Die Taliban sind auf Afghanistan beschränkt, von ihrem ganzen Selbstverständnis her. Kacke, wo wollte ich denn damit hin? Ach so, das Problem war ja im Endeffekt, dass Afghanistan, wie soll ich sagen, eine Terroristenschmiede, Terroristenbrutkasten, weiß ich nicht. Also da, anscheinend kamen da haufenweise Terroristen her, auch wenn die halt aus verschiedensten Quellen gefördert wurden, teilweise aus Saudi-Arabien oder so. Hat man ja versucht, dem einen Riegel vorzuschieben, indem man sagt, okay, gut, wir gehen da jetzt quasi rein als NATO, wir besetzen das komplett und wir versuchen das praktisch im Keim zu ersticken, was auch immer es den Leuten möglich macht, Terroristen auszubilden und die international umzuverteilen, quasi. So, und das hat ja auch relativ gut geklappt. Also ich meine, die Anzahl der Terroranschläge hat deutlich abgenommen, beziehungsweise die kam dann halt, wenn, eher dann aus Syrien gesteuert, also vom IS dort. Oder nicht? Nochmal, die Anzahl der Terroranschläge hat deutlich abgenommen? Ich meine ja. Also ich habe jetzt keine Zahlen direkt vorliegen, aber würde das nach allem, was ich gehört habe, stark in Zweifel ziehen. Es gab vor dem 11. September, also bevor man mit diesem ganzen Krieg gegen den Terror angefangen hat, wirklich sehr wenige Terroranschläge. Und mit diesem Krieg gegen den Terror ist die Zahl explodiert. Und das vor allem in islamischen Ländern. Da gab es ja die meisten Terroranschläge dann. Also die waren davor ein Ausnahmephänomen und sind dann durch die Decke gegangen. Und dieser ganze Islamismus, der ist ja dann auch nach Russland reingegangen in den 90er Jahren. Und da ist das dann auch tatsächlich in Russland könntest du bis zu diesem Anschlag jetzt recht haben. Aber kommt immer darauf an, auf welche Region du dich beziehst, kommt immer darauf an. So pauschal würde ich das nicht unterschreiben, im Sinne von nach 2001 ist die Zahl der Terroranschläge erstmal deutlich gestiegen. Naja, also ich würde sagen, die örtlichen, da kannst du ja mit der NATO halt nichts gegen machen, quasi. Aber wenn du. Doch, kannst sie vermehren, indem du dafür Chaos sorgst. Ja, okay, ja, ja. Aber nehmen wir mal den Westen quasi und wir gucken, wie viele Anschläge passieren dort, die aus Afghanistan kommen beispielsweise. Dann müsste sich das ja deutlich reduziert haben. Ja, was heißt aus Afghanistan? Also wo sitzen gerade die Al-Qaida-Führer? Al-Qaida ist eine weltweite Organisation. Also wenn die nicht in Afghanistan sitzen, dann setzen die sich in ein anderes Land ab. Also ist ja jetzt nicht so, dass die afghanische Regierung da irgendwas geplant hätte. Das war ja Al-Qaida. Also das Ding ist ja, die Führung sprengt sich ja dann nicht in die Luft. Du brauchst ja dann immer noch Leute, die du halt ausbildest, die du halt so weit manipulieren kannst und beeinflussen kannst, damit die das dann letzten Endes machen. Und das dauert ja seine Zeit. Dafür brauchst du auch eine gewisse Struktur. Und ich meine, dass man genau solche Strukturen in Afghanistan halt zerstören wollte. Ja, okay, die Leute haben sich dann eher den Taliban angeschlossen, da Al-Qaida nicht mehr so relevant war. Also haben wir mehr oder weniger Glück gehabt. Also, so kann man das sehen. Ja, ja, aber dafür haben wir die Taliban enorm gestärkt. Die Herrschaft der Taliban, die ist heute so, wie gesagt, Al-Qaida ist heute wohl schwächer als vor 20 Jahren. Dafür ist der Islamische Staat neu entstanden und die Herrschaft der Taliban, die ist so gefestigt, wie sie es während ihrer ersten Amtszeit niemals war. Jetzt könnte an der Entstehung des Islamischen Staates Russland eigentlich noch sogar maßgeblicher beteiligt gewesen sein als der Westen. Wie das denn? Na, weil Russland ja im Endeffekt Syrien direkt dabei geholfen hat, das, was da sich an Aufstand formiert hat, zu bekämpfen. Was dann im Endeffekt den Leuten den Glauben gegeben hat, dass Russland quasi auch gegen die ist und Russland sozusagen als ein Faktor des Westens, glaube ich, oder zumindest als anti-islamischer Faktor wahrgenommen wird, um die Leute zu unterdrücken, was sie wahrscheinlich auch mehr in die Radikalität getrieben hat. Und das war ja noch
bevor sich die NATO da überhaupt eingemischt hat, meine ich. Das kann aber bei manchen islamischen... wieso bevor? Also was meinst du mit bevor? Ich hab die Timeline jetzt nie im Kopf, aber Syrien war ja erstmal so Syrien mit Bürgerkrieg. Ne? Du hattest dort eine Minderheitenregierung, meine ich. Und viele Leute haben sich von der Haltung wie missrepräsentiert gefühlt. Darf ich die Timeline aber machen? Nicht. Okay, mach du die. Also Syrien ist tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Ich beginne mal 1949. Da gab es in Syrien den ersten. Okay. Was? Ja, Syrien war eine französische Kolonie, mit dem es im Ersten Weltkrieg von den Osmanen verloren gegangen war. Auf jeden Fall dann ist Syrien unabhängig geworden. Und 1949 fand in Syrien dann der erste von den USA unterstützte Putsch statt. Damals, also es ist nicht viel passiert. Die syrische Regierung hat ein Pipeline-Projekte genehmigt, die die USA da gerne haben wollten. Brauche ich jetzt nicht so en Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall 1956 haben die USA dann nochmal versucht zu putschen und 1957 nochmal. Und dann hat Syrien, also dieser Putsch wurde dann aufgedeckt, bevor er erfolgreich war, war ein dann gescheiterter Putschversuch. Und Syrien hat dann alle US-Amerikaner aus dem Land rausgeschmissen, Zusammenarbeit mit den USA beendet und sich in die Sowjetunion gebunden. Und dieses Bündnis, das wurde auch nie wieder aufgelöst. Auch nicht nach dem Putsch von Hafiz al-Assad. Also das war ein Alawit, seitdem dieser alawitische Clan von Hafiz, dieser Assad-Clan, der ist in der Baath-Partei, also der für eine Partei in Syrien, seitdem auch führend, also seitdem sich Assad 1970 an die Macht geputscht hat. Und Hafiz al-Assad hat die Macht dann an seinen Sohn Bashar übergeben. Und der hat Syrien dann regiert und 2011 kam es dann schließlich zum Bürgerkrieg. Also das ist jetzt die ungefähre Timeline. Okay, und ich meine, der Bürgerkrieg war damit auch begründet, dass sich dort sehr viele Leute verarscht gefühlt haben praktisch. Also du hattest Sunniten und Schiiten und der Bashar al-Assad oder wie der Typ heißt, gehört ja irgendwie der Minderheit sozusagen an. Also du hattest einen größeren Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sunniten oder die Schiiten dort irgendwie größer waren in dem Land. Hatte ich gerade gesagt, Assad ist Alawit. Alawit? Was ist das? Es ist nochmal so eine andere Gruppe im Islam. Die ist historisch immer im Osmanischen Reich marginalisiert gewesen. Die waren relativ arm und die konnten ihre Söhne nicht vom Militärdienst freikaufen. Deswegen stellten Alawiten einen überproportionalen Anteil im Militär und konnten so zur dominanten Gruppe werden. Und wie gesagt, Hafiz al-Assad, der sich dann an die Macht geputscht hat, der war in einem alawitischen Clan. Kannst du das nicht auch Schiiten oder Sunniten unterordnen? Ja, eher schon Schiiten. Ganz von Schiiten. Auf jeden Fall schiitische Sekte, sagt einer. Na gut. Ja, wie gesagt, dann schon zum Schiiten, wenn es da jetzt einordnen willst, unbedingt. Auf jeden Fall entsprach das halt nicht dem Glauben der Mehrheit im Land und die Mehrheit im Land hat sich dann quasi unterdrückt gefühlt von dieser, wie du ja schon dargestellt hast, wahrscheinlich dann militärisch überlegenen Minderheit praktisch und daher hat sich ja dieses Misstrauen sozusagen oder beziehungsweise der Bürgerkrieg so langsam entfacht. Und Russland ist da, meine ich, relativ schnell auch auf Seiten der Regierung gewesen dort. Und hat sich damit auch für das gemeine Volk dort in Syrien im Prinzip relativ schnell zum Antagonisten entwickelt, oder nicht? Ja, was heißt für das gemeine Volk? Also die Gruppen, die gegen Assad gekämpft haben, das waren alles wirklich... wirklich so salafistische, wahhabitische Gruppen, die so Ideologie von Al-Qaida, Islamischen Staat oder Taliban hatten. Also das jetzt mit der Meinung des Durchschnittssyrers gleichzusetzen, finde ich sehr mutig. Also viele Syrer, die wollten wohl weder mit dieser Opposition noch mit Assad irgendwas zu tun haben. Die wollten wahrscheinlich einfach in Frieden leben. Jo, das ist bei mir jetzt eher so ein storastisches Terrorismusargument, weißt du, falls du das von da kennst. Also quasi, wenn die gesamte Bevölkerung sich halt verarscht fühlt, quasi wirst du halt Leute haben, die sich radikalisieren. Und umso ungerechter die Zustände sind im Endeffekt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich einzelne Leute radikalisieren und dann eben diesen Terrorgruppen dann zulaufen lassen. Ja, so sicherlich. Ungefähr war das jetzt gedacht sozusagen. Nicht, dass das jetzt alle irgendwie Terroristen sind oder was. Warte mal ganz kurz. Ja.
So, bin wieder da. Jo, WB. Muss den Stecker reinstecken, damit der Computer nicht ausgeht. Ach so, Laptop, ja. Zockst du eigentlich? Tatsächlich nicht, nee. Oha. Wieso rede ich dann eigentlich mit dir? Tschüss. Naja. Ja, auf jeden Fall, das hatte ich jetzt mal irgendwie mitgekriegt von Thorsten Heinrich, Militär und Geschichte. Der hat erklärt, warum der IS eigentlich überhaupt Russland angreift. Jetzt mit dem neuesten Fall in Moskau. So, und da hat er halt quasi die ganze Geschichte da im Endeffekt mit an mit aufgezeigt. Als Begründung, wie sich das überhaupt entwickelt hat, dass so viele Islamisten was gegen Russland haben. Ja, definitiv. Also Russland ist ja auch ein enger Verbündeter des Irans und ja allgemein der antiwestlichen Länder in der Region. Also die Länder, die mit dem Westen nicht gut klarkommen, die mussten sich wenn Alternativen suchen und das ist halt häufig Russland. Und diese Länder, die sind halt häufig entweder schiitisch oder relativ säkular und damit auch ein Feindbild. Also in Syrien beispielsweise, das war jetzt keine religiöse Diktatur oder so der Alawiten, sondern das war ein Land, in dem relativ große religiöse Toleranz herrschte. Also insofern kann ich bei diesem weiß ich nicht, inwieweit man bei diesem Unterdrückungsnarrativ mitgehen kann. Also ja, okay, die Mehrheit der Bevölkerung war von ökonomischer Macht, von politischer Beteiligung ausgeschlossen, aber das ist ja ja, ja und die führende Schicht hatte eine andere Religion als sie, aber ja, also es ich ist hatte jetzt, das auch wie nicht gesagt, als Unterdrückung verstanden, sondern eher so als abwesende Repräsentation quasi oder Ausschluss von Repräsentation. So mehr die Richtung. Ja, sicherlich. Deswegen und vor allem bei den Eliten aus bestimmten Regionen, die gerne mehr Einfluss in Damaskus gehabt hätten, in den sunnitischen Regionen zumindest, die haben diesen Aufstand ja am Anfang auch unterstützt. Also damit hast du sicherlich recht, ja. Wo waren wir denn vorher? Worum geht's? Ach so, stimmt. Ich wollte meinen, ja, okay, mag sein, dass die NATO durch ihr Handeln praktisch auch ganz paar Terroristen selber zu verantworten hat. Aber das kann man Russland, also da ist Russland halt auch nicht unschuldig oder beziehungsweise hat dazu ja letzten Endes auch beigetragen. Ja, aber ich halte von dieser moralischen Schulddiskussion, also all diese Dinge, die ich aufzähle mit die NATO macht das, das zähle ich nicht auf, um zu sagen, sie ist böse. Das zähle ich auf, um zu zeigen, das steht in Widerspruch zu dem, was sie selbst über ihr Handeln sagt, um halt dieses Propagandanarrativ ein bisschen auseinanderzunehmen. Also wenn du das schon durchschaust, wie gesagt, dann kannst du bei all diesen Argumenten weghören, dann spielen die ja für dich eh keine Rolle. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die ja, also die das glauben, was die Nachrichten dann da erzählen. Die sehen dann die Statements von den Politikern und denken, ach, wir müssen da in Syrien oder in Afghanistan tatsächlich uns für Demokratie einsetzen, gegen die armen Menschen, unterdrückt oder von Terroristen bedroht werden. Ja, das sehe ich ja nicht so, wie gesagt. Ich weiß nicht, wenn du Leute hast, die wirklich daran glauben, dann machst du das richtig, denen das zu erklären. Aber ich habe irgendwie Angst, oder was heißt Angst? Ich mag das irgendwie nicht, wenn du stattdessen halt den absoluten Gegeneffekt hast und du hast halt eine absolute krasse NATO-Kritik und alles, was irgendwie dann aus Russland kommt oder so, ist dann halt irgendwie gerechtfertigt und alles, was die NATO macht, ist halt irgendwie komplett kriminell oder so. So darf man es ja auch nicht sehen. Also ich kritisiere nicht, diese Moralisierung an sich. Ich finde diese Kategorien, ja. die bringen nicht weiter. Die bringen uns nicht weiter. Gut. Weil da würde ich dir zustimmen. Mein Punkt ist halt, geostrategisch ist die NATO sicherlich kein Wohlstandsverband, sage ich, oder Wohlstand, keine Wohlfahrt oder was auch immer. Also diese ganze Propaganda von wegen Menschenrechte und bla bla bla, das glaube ich halt, wie gesagt, nicht dran. Ich denke aber trotzdem noch, dass die andere Seite nicht besser ist. Wahrscheinlich sogar schlimmer. Und mit anderer Seite nehme ich sowohl die Sowjetunion oder beziehungsweise jetzt Russland als auch China jetzt mit rein.
beispielsweise. China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt. So ein bisschen weniger als die NATO. Na, die haben keine Kriege, ja, aber die, wie soll ich sagen, machen ja auch mehr oder weniger so Pseudokolonien im Endeffekt in Afrika, indem die dort Häfen aufbauen, meinen, okay, diese Häfen dürfen dann von den Ländern selber betrieben werden. Dann passiert das aber doch nicht, weil die ihre eigenen Leute da hinschicken und so weiter. Und dann hast du halt, und dann hast du relativ schnell den Hafen, der praktisch nur von Chinesen, also von Chinesen geführt, von Chinesen bemannt, auf fremdem Staatsgebiet. Ja, aber warum sind die Länder, also die Länder werden ja von China nicht irgendwie dazu gezwungen, sich diese Kredite anzunehmen und dann diese Bauten zu bauen. Warum sind die Länder bereit, diese Bedingungen von China zu akzeptieren, wenn sie von China Kredite nehmen? Es gibt da eine sehr einfache Antwort drauf. Warum sind sie dazu bereit? Naja, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, weil die vom Westen nichts kriegen oder so. Nicht nichts, weil die Bedingungen des IWFs noch 10-mal härter sind. Ist das so? Ja, der IWF, der diktiert den Ländern ihre komplette Wirtschaftspolitik, wenn sie bei einem Kredit anfragen. Ja, okay, aber der IWF stellt dort keine Häfen auf, die er selber bemannt. Genau, die Länder haben dann nicht mal mehr Infrastruktur, aber sie haben hohe Schulden beim IWF und können über ihre Wirtschaftspolitik nicht frei verfügen dafür, dass sie nochmal 2 Jahre durchatmen können. Das ist mehr oder weniger der Deal, den der IWF diesen Ländern anbietet. Und deswegen sind sie halt bereit, chinesische Angebote, die sie sicherlich in eine große Abhängigkeit von China treiben, zu nehmen. Ja, also, aber ich finde, das eine ist halt offensichtlich eine Expansionspolitik und das andere halt nicht. Das eine ist Kapitalismus und das andere ist halt Expansionspolitik. Kapitalismus, also es ist im Kapitalismus das Natürlichste von der Welt, dass Länder Expansionspolitik betreiben. Also das macht jedes Land, aber... Der IWF ist halt noch nicht mal ein Land, weißt du, was ich meine? Also die setzen ja keinen Fuß dort. IWF vertritt ziemlich zuverlässig die Interessen des westlichen Finanzkapitals. Wahrscheinlich. Dennoch ist das, was China macht, ja, also wenn wegen dem IWF da irgendwie Leute stationiert werden würden in irgendwelchen, weiß ich nicht, Kasernen oder so, dann würde ich das halt auch anders betrachten. Und wie gesagt, die müssen das ja auch nicht, die werden ja nicht gezwungen. Klar, okay. Das Ding ist aber, soweit ich weiß, sind die chinesischen Verträge auch nicht so klar und werden da halt auch gerne mal zwischendurch umgehebelt oder was. Also wie gesagt, man lockt die erstmal mit Infrastrukturangeboten und also Bereitstellung von Arbeitsplätzen und so weiter zu günstigen Krediten. Und am Ende stellt man dann halt komplett seine eigenen Leute rein beispielsweise. Ich müsste jetzt gucken. Und warum nehmen die Länder das an? Die wissen ja darum, die Führer in afrikanischen Staaten sind ja nicht dumm. Warum nehmen sie die chinesischen Angebote an? Und darauf gibt es eine sehr einfache Antwort. Wenn die extrem schlechte Bedingungen vom IWF bekommen, würde ich eigentlich schon fast davon ausgehen, dass sie nicht sonderlich kreditwürdig sind. Natürlich sind sie nicht kreditwürdig, sonst würden sie auch nicht zum IWF gehen. Na gut. Also sonst würden sie auch nicht chinesische Angebote annehmen, wenn sie kreditwürdig gehen. Wären, dann könnten sie ja von privaten Banken Kredite bekommen, denn private Banken, die wollen ja nur ihr Geld zurück, die wollen sich gar nicht in die Wirtschaftspolitik einmischen. Und China mischt sich, wie gesagt, auch nicht in die Wirtschaftspolitik ein, sondern es ermöglicht den Ländern Infrastruktur zu bauen und wie gesagt, die Einmischung, die erfolgt dann eher auf anderer Ebene, beispielsweise, dass man da dann seine, dass man dann da eigene Arbeiter einschleust, dass man dann da auf unteren Ebenen Kontrolle über Infrastruktur und alles erlangt. Aber nicht direkt, indem man dem Land jetzt sagt, ihr müsst die Mehrwertsteuersätze anheben oder ihr müsst... Spionage? Ja, genau sowas. Solche Dinge, die unterhalb von... Also der IWF, der sagt offen, hier ist ein Katalog, ihr habt das zu tun, dann kriegt ihr Geld. Ja. Und China, wie gesagt, auf einer niederschwelligen Ebene, und das ist vielen eben Ländern eben lieber, als dass das IWF, wie gesagt, das können wir jetzt moralisch schlecht finden, aber... wenn das so ist, warum machen die Europäer dann nicht von sich aus ein besseres Angebot? Geld hätten wir. Also wir könnten ja den Ländern... Also für China ist es ja kein guter Deal. Für China ist es ja nur ein guter Deal, weil die dort ihre Macht ausbauen können. Ja, genau. Also es ist quasi eine Investition in geopolitische Strategien. Das hast du ja quasi bei der NATO, ist es ja genau das, was du kritisierst.
was ich kritisiere. Nein, ich kritisiere nicht, dass die NATO so handelt. Achso, das kritisierst kritisiere ich doch gar nicht. Stimmt. Ich kritisiere, dass sie den Leuten was anderes erzählt. Ich kritisiere nicht, dass sie so handelt, wie die systemische Logik es sowieso allen vor. Und, ich kritisiere nicht, dass sie rational handelt. Nein. Ja, okay. Und aber wie gesagt, also solche Angebote, wir bieten afrikanischen Ländern an, Infrastruktur zu bauen, wir geben ihnen Kredite, wir helfen ihnen beim Aufbau von staatlichen Strukturen. Das würde ich befürworten. Das wäre tausendmal besser als das, was da gerade in sinnlose Entwicklungshilfeprojekte irgendwo verpulvert wird. Also es wäre wahrscheinlich auch wesentlich billiger und nachhaltiger. Also was China da gerade macht, als das, was wir hier seit 40 Jahren machen. Mhm. Und das würde die afrikanischen Länder uns gegenüber sehr viel positiver stimmen. Also die sind ja froh, dass sie Infrastruktur haben. Wie gesagt, die chinesischen Bedingungen, die mögen jetzt hart sein, aber die sind lange nicht so hart wie die des IWFs. Die afrikanischen Länder, die würden sich gerade danach sehen, dass irgendwer ihnen Kredite gibt, dass sie eine eigene Wirtschaft aufbauen können. Und dass sie eine eigene Industrie haben, dass sie endlich Waren exportieren können, um auch wieder zu importieren, dass sie einen Handel teilhaben können. Und dieses Angebot, das hat ihnen der Westen bisher nie gemacht. Ich bin schon wieder von meinem Chat getriggert. Der Chat ist interessanter als meiner. Dann gucke ich da mal nach. Aus meinem Chat kam gerade eine Frage. Wann reagierst du auf das Anti-AfD-Video des Parabelritters? Hat er ein neues gemacht? Hast du das mitbekommen? Nee. Okay, dann hast du das auch noch nicht mitbekommen. Also wenn es da ein neues gibt, ich kenne eigentlich gar kein Anti-AfD-Video von Parabelritter. Der hat schon einige gemacht. Ich glaube, zur AfD können wir uns relativ gut einigen sogar. Wieso? Was ist deine Meinung dazu? Ich würde unterschreiben, dass die wahrscheinlich eine neoliberale Politik fahren würden. Ich würde unterschreiben, dass die eine Rechtsaußenpartei sind, aber ich sehe die halt bei weitem nicht als Nazis. Sehe ich auch so 100%. Also die sind nationalistisch, aber nationalistische Parteien, die muss es geben. Also wir leben ja in einer Demokratie und da muss man halt Auswahl haben. Und ich denke halt, dieses ganze Boomer-Gehabe quasi und dieses ganze mit Nazi vergleichen und so weiter, das ist halt alles überhaupt nicht zielführend. Also wenn du die kritisierst, dann kritisier die halt aufgrund von den Inhalten, die sie halt offen zur Schau stellen und nicht, was da irgendein Hinterbänkler irgendwann mal gesagt hat. Ja, und dazu ist die Frage, was ist zielführend? Ich meine, die Leute, die die AfD in die Nähe von Nazis rücken, die haben ja ein ganz bestimmtes Ziel. Das Ziel ist, die AfD zu dämonisieren und jeden, der sonst noch irgendwelche alternativen Ansichten vertritt. Also das ist dann so eine Keule, mit der man Oppositionelle schlecht reden kann. Ja, ich denke auch, dass wir, also zum einen immer mehr so in Bubbles gefangen sind, auch durch Social Media und so weiter. Und dass wir auch immer weniger bereit sind, irgendwie andere Positionen zu hören. Vielleicht ist es aber auch so, dass es schon immer so war und es fällt halt mehr auf, weil wir anderen Bubbles mehr begegnen im Internet einfach. So, vielleicht haben wir einfach früher diese Leute, vielleicht haben wir einfach nicht interagiert mit denen. Ist das Product Placement, Krüger? So, ich bin gerade krank. Ich hatte gerade noch ein neues Bäulchen genommen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und ich glaube, bei manchen ist es sicher die Strategie, dass man die halt so dämonisiert. Bei vielen ist es aber wahrscheinlich einfach nur aus dem Bauch heraus, dass man irgendwie, man will irgendwie Drama. Und was ist geileres Drama, als jetzt endlich mal selber im Widerstand zu sein? Ich glaube, dieser Roleplay-Aspekt spielt da halt auch eine große Rolle, zumindest bei der Masse. Da hast du sicherlich recht, aber da haben wir dann das Problem, was wir schon beim ersten Punkt hatten. Viele Leute quatschen einfach das nach, was sie dann in den Nachrichten sehen, was ihnen irgendwelche Meinungsführer erzählen, denen sie vertrauen. Also ja, vertrauen wollen halt auch. Ja. Und dann, keine Ahnung, wer war denn da jüngst dabei? Jan Böhmermann, die AfD die ganze Zeit als Nazis bezeichnet, dann quatschen das dann viele Leute einfach kritiklos nach. Affenpeter, ich habe gerade mal einer in meinem Chat sagt, naja, wenn man die Rede von René Springer, neuer AfD-Chef von Brandenburg, hört, dann kann einem schon schlecht werden. Er spricht offen von Remigration. Okay, Affenpeter, was weißt du über Remigration? Hat da nicht die Bundesregierung selber von gesprochen? Ich meine, ja. Ich meine, Remigration hat auch nichts mit Deportation zu tun. Und ich glaube, dass
Inwiefern? Was? Wie wird Abschiebung häufig ins Englische übersetzt? Remigration oder was? Deportation. Ach so, Abschiebung als Deportation. Na ja, gut, boah, na, ich weiß nicht, Alter. Siehst du, wie beliebig diese Worte sind? Also wir brauchen da aber gar nicht ist, mit, ist ja, das ist nicht das anzufangen, denn ja, es geht also, letztlich darum, Illegale abzuschieben. Das ist jetzt die Frage. Und da gab es jetzt also den Remigration Vorwurf. Remigration ist ja nicht Abschieben von Illegalen. Remigration ist ja ein deutlich größeres Konzept, soweit ich verstanden habe. Ja, aber soweit ich das verstanden habe, was der Kubitschek, ich habe mir Kubitschek beim Schattenmacher angesehen, der da erklärt hat, es geht darum, erstmal das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht wieder zu ändern. Oder okay, das hat auch der Höcker häufiger erklärt. Und dann gäbe es ja sowieso keine Doppelstaatsbürgerschaft mehr. Und ja. Also und ja, das ist eine Forderung, die kann man stellen. Das ist jetzt, also das hatten wir bis in die 90er Jahre. Deutschland ist damals auch nicht zusammengebrochen. Jetzt kommt der problematische Punkt, Anreizprogramme für nicht assimilierte Staatsbürger zu stellen, die man dann gerne, dass sie eine ausländische Staatsbürgerschaft annehmen. Also das ist dann der umstrittene Punkt. Aber es geht, wie gesagt, um Positivanreize und nicht um Strafen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch noch nicht richtig. Verfassungswidrig und alles. Nein. Also ich finde es trotzdem problematisch, aber... Auf der einen Seite, also auf der Positivseite haben wir, dass ja ein Geldanreiz geschaffen werden soll, wenn sie praktisch in das Land, wo sie die Staatsbürgerschaft haben, zurückkehren quasi. Und dann soll noch entschieden werden, also da reden wir von, ich glaube, 10.000 Euro, 8.000 Euro, 12.000 Euro, je nachdem, das ist ja auch nicht fest quasi, das ist ja nur so eine Idee, ungefähr in dieser Größenordnung könnte sich das bewegen. Ich glaube sogar bis Pound 20.000 Euro oder was, wie auch immer. Auf jeden Fall dann noch die Entscheidung sozusagen, ob das dann direkt ausgezahlt wird oder als in einer Art Rente sozusagen in dem Land, damit du halt nicht direkt abgezogen wirst oder so, Scheiß. Oder damit es halt, keine Ahnung, nicht direkt missverwendet wird oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, also auf der Kontraseite, hast du dann quasi tatsächlich verpflichtende Teilnahme an Integrationskursen oder das, was die genannt haben als Werteunterricht. So, bei diesem Werteunterricht werde ich halt auch ein bisschen hellhörig, weil welche Werte sollen dann wiederum vermittelt werden und wer bestimmt dann, was die richtigen Werte sind, so. Also das hast du also ja heute schon, dass das Bildungssystem gewisserweise ideologisiert ist. Aber das ist die Frage, inwieweit kann man erwachsene Staatsbürger zu irgendeinem Unterricht verpflichten? Und wie gesagt, das halte ich dann, da weiß ich nicht, inwieweit das gegen die Verfassung verstößt. Ich meine, es gibt ja das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also das könnte dann tatsächlich schon zu weit gehen. Chat, sorry, die meisten Sachen von euch werde ich entweder gar nicht lesen oder ignorieren, weil ich mich in erster Linie auf das Gespräch hier konzentrieren werde. Uns fehlen nicht 400.000 Fachkräfte jährlich. Woher kommt diese Quatschzahl? Also was einer da im Chat geschrieben hat. Und die wirst du übrigens auch nicht kompensieren können, indem du Leute reinholst, die erstmal Deutsch lernen müssen, die erstmal schreiben lernen müssen und danach erstmal vielleicht eine Ausbildung beginnen können und eventuell noch nicht mal Bleiberecht haben. Das sind nicht die Leute, die deine Fachkräfte irgendwie kompensieren werden. Ja, wir haben in einigen Bereichen einen Fachkräftemangel, aber wenn wir den haben, dann müssen dort erst die Löhne steigen, die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern und die Unternehmen müssen mehr ausbilden. Und bei anderen Bereichen, also nehmen wir mal den Gesundheitssektor, es gibt an vielen Universitäten NC, wenn du Arzt werden willst, von 1, noch was. Also es sind total strenge Linien gezogen, dass du überhaupt Medizin studieren kannst. Ja. Warum ist das so? Aber vielleicht, weil man, also vielleicht, weil die Bundesländer einfach Kosten sparen wollten, weil es billiger ist, da weniger Plätze zur Verfügung zu stehen. Aber das sorgt dann dafür, dass wir einen Ärztemangel haben, wenn das zu wenige Leute studieren. Also wenn du mehr Fachkräfte willst, dann musst du mehr ausbilden, beziehungsweise mehr, oder mehr das studieren lassen in akademischen Bereichen. Ich dachte ja eigentlich, du willst unter Ärzten eigentlich die Top-Leute haben und deswegen hast du den Ziel so hoch. Ja, aber wenn du ein Abitur hast das kann mir doch jetzt keiner erklären. Mit einem Abitur von 1,2 bist du ein Top-Arzt und mit einem Abitur von 2,1 damit versemmelst du dann die OP. Also eingehen von Affenpeter quasi, weil das Ding ist halt, wenn der Typ sagt Remigration, dann steht dahinter ein Konzept, das du wahrscheinlich nicht kennst.
sonst würdest du es nicht kritisieren. Wenn du es kennen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch wissen, dass das in Dänemark bereits praktiziert wird und da ist ja auch noch nicht der Holocaust ausgebrochen. Ja, Remigration in demografisch relevantem Ausmaß. Ich meine, das ist ja das, was sich einige AfD-Politiker da vorstellen, dass das wird nicht passieren, das passiert auch in Dänemark nicht. Also die Immigration ist gestoppt, aber es findet keine groß angelegte Remigration von Ausländern statt. Die Zahlen, also die da in Dänemark sind, diese bleiben konstant. Dein Video, das heißt, weil... Angeblich haben die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer irgendwie auf ein paar hundert runtergedrückt oder so. Ja, der Ausreisepflichtigen. Aber es gibt ja sehr viele, die meisten halten sich ja legal auf. Das ist ja auch in Deutschland so. Die meisten sind legal hier und die Zahlen... Ja, aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe. Wenn du mal den Leuten wie Höcke zuhörst, dann ist das schon die Zielgruppe. Und in Dänemark, da hat man halt gesagt, wer legal hier ist, okay, der darf hier bleiben. Und wenn nicht legal hier ist, der muss weg. Na gut, die zweite Phase sozusagen dann, also die erste ist ja quasi erstmal alle Kriminellen und ohne Aufenthaltserlaubnis weg. Die zweite, was da drauf, was ja noch unsicher ist sozusagen, was ja noch erstmal genauer formuliert werden müsste, wäre ja dann quasi das mit den positiven und negativen Anreizen. Und auch da überlässt man dann quasi den Leuten letzten Endes die Entscheidung. Also willst du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten und dich integrieren, dann gibst du die zweite ab. Oder willst du die Deutsche abgeben sozusagen, wenn du eine hast, die Deutsche abgeben und in das Land fahren, wo du die andere Staatsbürgerschaft hast? Das ist ja dann quasi die Entscheidung, für die man dich stellt, quasi. Und ich finde das noch relativ human eigentlich. Ja, also es ist jetzt definitiv nicht das, was Korrektiv uns erzählt hat, das stimmt. Ja, das ist jetzt nicht so dieser heraufbeschworene Völkermord quasi. Das ist nicht das, wofür ich Politiker aus der Politik jagen würde. Weißt du, was ich meine? Das sind Konzepte, die meiner Meinung nach durchaus besprechen werden könnten. Ist eine konservative Forderung, die in einigen Bereichen mir etwas zu weit geht, nach allem, was ich da gehört habe. Wie gesagt, da erzählt einem ja auch jeder was anderes. Aber wenn du da, wie gesagt, dem Politiker zuhörst und sie sagen, die Zahlen sind das Problem, wir müssen Leute in demografisch relevantem Ausmaß zurückführen, ja, dann wird das nicht gehen, wenn man nur Illegale abschiebt. Denn Illegale, das sind, also du hast 300.000 Geduldete in Deutschland und ungefähr 50.000 unmittelbar Ausreisepflichtige. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie auf nationaler Ebene von großer Relevanz wäre. Also die kannst du alle abschieben oder ihnen Boni zahlen, dass sie zurückkehren, wie man das dann auch immer genau macht. Aber also das macht Dänemark ja. Dänemark schiebt gar nicht groß mehr ab, sondern Dänemark sagt einfach so, ihr kriegt kein Geld mehr. Aber ihr kriegt beispielsweise Geld für eure Rückreise. Und viel Spaß, ihr könnt die organisieren, dabei unterstützen wir euch, aber ihr kriegt kein Geld mehr. Und das hat schon dafür gesorgt, dass die Legalen, also wie gesagt, du hast es gesagt, man hat das auf wenige hundert reduziert. Ja. Aber das ist dann eben nicht das, was Höcke beispielsweise erzählt, dass wir diesen Bevölkerungsanteil deutlich senken müssten. Da wären ganz andere Maßnahmen erforderlich. Und da ist jetzt die Frage, wie sind da die konkreten Vorschläge? Ich glaube, okay, Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Und es schwerer machen, dass man die Deutsche bekommt. Aber ja, schwerer, also da haben wir jetzt auch den Faktor Zeit. Ja. Also die syrischen Flüchtlinge, die sind ja 2015/16 hergekommen. 2025 kommt die AfD, rechnen wir doch einfach mal, kommt die frühestens an der Macht oder vielleicht erst 2029. Also sagen wir, die kommt 2029 an der Macht, dann kommen 2030 die ersten Remigrationsgesetze, dann sind die ganzen syrischen Flüchtlinge schon 15 Jahre in Deutschland. Bis dahin wird ein Großteil von denen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, gut. Also. Vermutlich. Also nicht nur haben, sondern die werden wahrscheinlich auch gute Argumente haben. Also die meisten von denen werden wahrscheinlich gute Argumente haben, warum die integriert sind und warum die in Deutschland bleiben. Ja. Deswegen, ich glaube nicht daran, dass wir zu einer groß angelegten Remigration kommen. Ich glaube, dass wir einen ähnlichen Kurs wie Dänemark fahren werden. Also das ist das Wahrscheinlichste für die Zukunft. Ja, das ist auch etwas, was ich mir vorstellen könnte, was auch ohne die AfD durchgesetzt wird, quasi einfach nur um der AfD Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, fordert ja das BSW, glaube ich, auch. Also, dass man diesen Kurs in Dänemark einfach kopiert, weil das relativ gut funktioniert hat. Jo. Und dann die andere Frage ist, dass man die Einreise irgendwie erschwert, beziehungsweise, dass wenn Leute sozusagen über die Grenze kommen und dann auf dieser Seite der Grenze Asylantrag stellen, darfst du die ja irgendwie nicht direkt
zurückschicken oder so, weil die zählen ja dann erstmal als eingereist und dann müssen erstmal die ganzen Einträge bearbeitet werden. Dass man die Gesetze diesbezüglich ändert, dass man die quasi erstmal wieder zurückfahren kann, je nachdem, ob das Land halt von denen einigermaßen sicher ist oder nicht, und dann von dort aus wiederum die Anträge bearbeitet. Ja, oder gibt es ja noch ein einfacheres Dings, die einfach den ausländischen Botschaften bearbeiten. Also ein Syrer, der dann beispielsweise im Libanon ist, der kann dann in der Botschaft seinen Antrag stellen und wenn er im Libanon sicher aufgenommen wurde, dann kann er hier halt nicht einreisen. Wenn er im Libanon immer noch um sein Leben fürchten muss, keine Ahnung, weil ihn irgendeine Organisation aus Syrien verfolgt oder so, okay, dann darf er halt nach Europa kommen, dann ist er politisch verfolgt. Beispielsweise. Ja. Dann wären die meisten Menschen, die beispielsweise im Libanon wären, hier aber auch nicht asylberechtigt. Also die meisten Syrer, die hätten dann 2015 hier nicht herkommen können. Das ist ja aber im Grunde genommen sowieso so. Dass die meisten Leute, die, von denen man meint, dass sie Asyl bekommen müssten, dass sie eigentlich gar nicht die Berechtigung dafür haben. Die meisten sind ja praktisch Flüchtlinge und das läuft ja auch wiederum auf einer eher so auf der Kulanzebene, sage ich mal. Ja, ja. Deutschland hat das Recht, diese Verfahren an sich zu ziehen und dieses Recht hat es dann genutzt. Also diese Maastricht-Regelung, die ist sowieso, also Maastricht, oh Gott, Dublin-Regelung, die ist sowieso vollkommen jenseits der Realität. Also wenn du in einem Land wie Griechenland 2 Millionen Flüchtlinge ankommen, dann kannst du nicht warten, dass so ein Land, was sowieso schon nicht gut dastand 2015, dass das dann 2 Millionen Asylanträge in kürzester Zeit bearbeitet. Meinst Dublin war, die müssen Asyl darstellen, wo sie als erstes ankommen. Ne? Ja, völlig realitätsfern. Griechenland hat die Leute einfach weitergeschickt und die sind dann einfach weitergegangen. Also das kommt halt, wenn man sich solche Regeln gibt. Da bräuchte man vorher ein gutes Verfahren. Oder man hätte diesen Krieg in Syrien gar nicht so eskalieren müssen, aber das ist ein anderes Thema. Jo. Ja gut, was haben wir denn sonst noch so? Wir waren gerade bei dieser Kampagne gegen die AfD, aber das scheinen wir ja einer Meinung zu sein. Also ich denke großartig. Ja. Wäre jetzt auch nicht so meine Partei. Du hast keine Partei, oder? Ich müsste mir die Humanisten nochmal angucken. Da fühle ich halt so mit. Die meisten Punkte, ich weiß aber nicht, also die größten Diskrepanzen gibt es eventuell beim Selbstbestimmungsgesetz oder so, wie die dazu stehen. Aber ansonsten, was deren Militärpolitik angeht, beziehungsweise deren proeuropäische Einstellung, gewisserweise auch deren Pro-NATO-Einstellung, also Pro-NATO im Sinne von, so ähnlich wie ich es bei mir halt auch sehe. Ich bin nicht der Meinung, dass die hier überall die Welt verbessern oder so. Die handeln aufgrund von strategischen Interessen und geopolitischen Interessen, auch von wirtschaftlichen Interessen. So, ja, das sehe ich ein, aber das ist halt eher so meine Seite, weil ich wohne hier. Ich wohne in einem NATO-Land. Ja, das ist mein ein Problem. Team, so, weißt du, was ich meine? Ja, dann sind wir wieder beim Thema von vorhin. Ich bin der Meinung, dass dieses westliche Bündnis nicht in europäischem Interesse ist. Ich bin der Meinung, dass das einseitig den USA nutzt und dass es uns eher schadet. Ja. Ich wäre auch, und das ist auch übrigens eine Position von den Humanisten, eine europäische Armee, beziehungsweise ein Vereinigtes Staaten von Europa wäre der NATO zu bevorzugen, wenn es praktisch machbar ist. Definitiv. Aber diesen Politikern, also jetzt in der derzeitigen EU, so undemokratisch, wie die gerade gestaltet ist, eine Armee anschaffen, das würde ich auch nicht gut finden. Also ja, aber deswegen müsste man Europa halt ein bisschen anders aufziehen. Eben wie eine Art, so wie die Bundesrepublik halt jetzt, Pi mal Daumen, dass die einzelnen Länder halt immer noch eine relativ hohe Souveränität haben, aber dass man außenpolitisch im Endeffekt so eine Einheit ist, letzten Endes. Ja, das ist halt... Das sehe ich auch als sinnvoll, aber in der EU, die wir gerade haben, da geht das nicht. Aber dass man außenpolitisch einheitlich auftritt, da sehe ich auch keine Alternative zu. Ich meine, diese Vorstellung, dass so ein kleines, also dass kleine Länder hier in Europa großartig Souveränität haben, die ist sowieso ein bisschen, also zumindest außenpolitische Souveränität, die ist sowieso ein bisschen albern. Also kannst dich, also entweder du bist der Hegemon oder du suchst dir einen Hegemon und wir können als Europäer eigentlich
nur zusammen so stark sein, dass wir geopolitisch überhaupt eine Rolle spielen. Ja. Siehst du, haben wir auch. Okay, nächster Punkt. Das ist die Frage, wie organisiert man das? Die derzeitige, also das EU-Parlament, das wir auch in Kürze wählen dürfen, das ist ja gerade nur ein Operettenparlament. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das die gleichen Kompetenzen bekommen sollte wie beispielsweise der Deutsche Bundestag. Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, okay, da sollte nicht so in die einzelnen Nationalstaaten hier hineinregieren dürfen, aber das hat der EuGH ja auch schon durch die Hintertür beschlossen, dass Europarecht über dem Landesrecht steht. Da hat das polnische Verfassungsgericht dann widersprochen. Das ist ja gerade ein offener Konfliktpunkt. Ich finde, das sollte man mal eindeutig regeln, wo europäisches Recht oben steht und in welchen Bereichen Landesrecht oben steht. Das könnte man ja mal einheitlich regeln. Das muss man ja nicht als offenen Konflikt die ganze Zeit in der Luft thronen lassen. Ja, ich weiß gerade auch gar nicht, wie das im Einzelnen ist. Also ich weiß, dass du sehr viele Marktregelungen hast, gewisserweise, also die ganzen Normen und so weiter, die kommen ja alle auf Europaebene, aber das muss ja auch so sein, wenn du halt praktisch reibungslosen Handel zwischen den europäischen Ländern garantieren willst, dann musst du das ja so machen. Haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, von wegen gerade Gurken, gerade Bananen und so weiter und so fort, aber ich sehe da halt schon gewisserweise den Sinn dahinter. Ja, dann geht es dann weiter, wer soll wie viele Flüchtlinge aufnehmen beispielsweise oder keine Ahnung, dann werden wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahrzehnten damit zu tun haben, wer gendern darf und muss und wer nicht. Oder, also da oder sollten die Länder vollkommene Freiheit haben, was diese kulturellen Fragen angeht. Also ja. Keine Ahnung, da sind ja viele osteuropäische Staaten sehr ablehnend und das sollen sie auch sein dürfen. Denke ich auch. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen vermessen, wenn du quasi aus Deutschland heraus oder generell aus dem Westen heraus nach Polen guckst und dann denen irgendwie vorschreiben willst, wie deren Kultur zu sein hat. Also ich weiß nicht, ob da der Nazi-Vorwurf nicht eigentlich direkt wieder zurück an den Absender gehen sollte. Ja, das war ja tatsächlich, also Polen war ja sogar außenpolitisch auf Linie, aber es war halt bei diesem ganzen Woke-Thema nicht so auf Linie. Und deswegen wurde es dann aus Brüssel angegangen. Das ist ja... Ungarn war ja auch außenpolitisch nicht auf Linie. Also... Von Ungarn habe ich tatsächlich ziemlich wenig mitgekriegt, außer dass die halt irgendwie so eine... gerne mal Universitäten an Chinesen verkaufen oder so. Das ja, ist halt... Also Orban hat halt die gesamten Medien da unter seinen befreundeten Oligarchen aufgeteilt und damit sind sie halt nicht mehr in der Hand westeuropäischer Zeitungskonzerne. Also, aha, na ja, ja, ich meine... Soll er machen dürfen. Es gibt ja... Naja, ich weiß nicht, ob das Staatsoberhaupt eines Landes auch alle Medien in der Hand haben sollte. Ja, sonst hat es Westeuropäer in der Hand. Also sollten irgendwelche Hedgefonds an der Wall Street oder irgendwelche deutschen Zeitungsmogule darüber entscheiden, was in ganzen osteuropäischen Ländern gedacht wird. Also das ist jetzt genauso, also noch problematischer. Also ein Land sollte schon seine eigene Medienlandschaft gestalten dürfen und Deutschland macht das ja auch mit dem ÖRR ganz aktiv. Im Punkto nationale Souveränität, ja, wäre aber besser, wenn das Leute aus seinem Land halt hätten und nicht er selber. Weißt du, was ich meine? Ja, er ist eine Befreundung. So sind ja Leute aus seinem Land. Ja, okay, Leute, mit denen nicht unbedingt befreundet ist. Also ja, wie gesagt, wie kannst du das vorschreiben von außen? Das ist dann immer die Frage. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist, aber da könnte man eigentlich direkt Richtung GZ gehen. Da weiß ich halt auch nicht. Also ich mag die Idee von der GZ an sich. Ich bin aber der Meinung, dass die ein bisschen ihre Aufgaben verfehlt. Und dass die ein bisschen überfinanziert ist. Also beispielsweise Sportsegment, Unterhaltungssegment. Wenn du mich fragst, so nach meinem Geschmack, ich würde es halt massiv zurückschrauben. Ich würde das halt auf Dokumentation und Berichterstattung mehr oder weniger limitieren. Hin und wieder vielleicht mal ein bisschen Theater, Kunst, so das, was halt nicht Mainstream ist, was halt aber vielleicht auch irgendwie stattfinden müsste oder so. Sowas, aber ja, mein Problem ist halt, wenn du gewisserweise diese Qualität garantieren willst, dann müsstest du ja irgendwie regeln. Aber wenn du irgendwie regulierst, hast du ja schon wieder diese Verbandlung mit dem Staat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe eine Idee, wie man das ändern könnte. Aber wie gesagt, also erstmal zum aktuellen Zustand des ÖRR, alles außer Arte kannst du eigentlich platt machen. Das erfüllt in
Auftrag nicht mehr, der in den Rundfunkstaatsaufträgen steht, also Rundfunkstaatsverträgen steht. Das ist ein komplett trauriger Anblick, da hast du vollkommen recht. Aber es gäbe eine Möglichkeit, das öffentlich-rechtlich und trotzdem staatsfern zu gestalten. Ich meine, man müsste nur dafür sorgen, dass die Rundfunkräte staatsfern besetzt werden. Und das ließe sich am einfachsten durch ein Losverfahren klären. Also man lost unter allen Bundesbürgern komplett zufällig aus, wer da drin sitzt. Und würden da irgendwelche Randoms aus der Bevölkerung drin sitzen und nicht mehr irgendwelche Leute mit politischen Beziehungen. Gibt es Fälle, wo man sowas probiert hat? Also generell Losverfahren. Also immer wenn ich höre, so Räte zusammensetzen per Losverfahren, habe ich Riesenprobleme damit. Im alten Griechenland. Weil ich glaube nicht. In griechischen Polis, die Demokratie hieß damals noch ohne Frauen, Metöken und Sklaven. Aber schon eine gewisse Vorselektion. Wie gesagt, altes Griechenland ist jetzt nicht unsere moderne Gesellschaft. Deswegen ist das ein bisschen länger her. Das musst du bedenken, ne? Ich weiß ja nicht, ob du bereit bist. Das klingt so ein Losverfahren. Aber das ist ein anderes demokratisches Wahlverfahren als die direkte Wahl. Also da hat man, in griechischen Polis, da hat man über Sachfragen demokratisch abgestimmt. Aber Ämter, die hat man ausgelost, damit sich nicht eben immer die beliebtesten durchsetzen, sondern tatsächlich jeder mal ran darf. Ja, okay, aber ich wüsste halt nicht, wo da jetzt, okay, der Wert ist, du kannst halt Korruption gewisserweise vermeiden, weil du damit halt Leute in Machtpositionen bringst, sozusagen, die die Macht halt nicht unbedingt haben wollen. Jetzt ist halt die Frage, warum willst du unbedingt Leute in Machtpositionen haben, die Macht nicht haben wollen? Also ja, okay, um Korruption zu vermeiden. Um staatsfern zu haben. Bei einer direkten Wahl. Da bringst du sie quasi in eine Rolle hinein, die sie selber nicht erstreben, so. Ja, weil also, beim anderen Verfahren, bei der direkten Wahl, da nur Leute sind, die diese Rolle ihr Leben lang erstrebt haben. Also brauchst du irgendein anderes Verfahren, das auf anderen Selektionsmechanismus setzt. Also wie wäre es mit, du setzt da Leute rein, die Bock haben auf die Rolle? Also die machtgeil sind gewisserweise? Und kontrollierst sie dann halt aber wiederum durch andere Apparate oder so? Durch Leute, bestimmt, die Bock haben, sie kurz zu kontrollieren oder so, was weiß ich. Ja, wer bestimmt, wer da sitzt? Das ist halt das Ding. Okay, aber Räte auslosen, ich weiß nicht, also zum einen wirst du dann halt einen Haufen Leute haben, die überhaupt keine Ahnung haben, wie sowas überhaupt funktioniert, dann musst du dir erstmal, keine Ahnung, 2 Wochen oder so mindestens einen Crashkurs machen, wie überhaupt Mediengestaltung funktioniert, wie Medienschaffung funktioniert. Nicht Schaffung und Gestaltung. Sie entscheiden über das Budget, sie entscheiden, wer wie viel Geld bekommt oder wer gar kein Geld bekommt. Ja, aber um da eine qualitative Entscheidung zu treffen, musst du ja gucken, welcher Teil der Berichterstattung wie kostenintensiv ist beispielsweise. Und wo da die Kosten quasi liegen. Ja, aber das ist ja eine inhärent politische Entscheidung. Das ist ja jetzt nicht, dass es da die beste Wahl gäbe, sondern wann ist etwas neutral? Das kann man. Es gibt kein Gremium, das das bestimmen könnte. Das sieht jeder Mensch anders. Jeder Mensch hat einen anderen Blick auf die Welt und kann man nur möglichst repräsentatives Gremium schaffen, das aber völlig anders zustande gekommen sein muss als das Parlament. Denn wenn man einfach jetzt, ich sag mal so, den Rundfunkrat demokratisch wählen lässt, wie das Parlament, also dann hat man die gleiche Zusammensetzung wie im Parlament und dann hat man, also laut aktuellem Stand würde sich da vielleicht auch eine Ampelkoalition formieren und dann hätten wir die ganze Zeit Ampel-TV. Ja, verstehe. Trotzdem habe ich irgendwie ein Problem damit, den glatzen Ronny von nebenan irgendwie dort im Rat sitzen zu sehen. Ja, aber es gibt ja dann noch, also wenn wir jetzt 100 Plätze auslosen und den glatzen Ronny gelost wird, dann hast du immer noch 99 Vernünftige, die dann gelost werden. Also es ist wirklich komplett zufällig, weil jetzt, ich sag mal, 1% Rechtsradikale, Linksradikale, Islamisten, Neonazis in dem Rat sitzen hast, dann hast du immer noch 99% Vernünftige. Oder sagen wir, es sind 2% Extremisten, dann hast du immer noch 98 Vernünftige. Das Geschworenensystem in den USA funktioniert doch so ähnlich, oder? Ich weiß nicht, du meldest dich ja irgendwie, dass du Geschworener sein willst und dann ist aber irgendwie relativ zufällig, zu welchem Fall du dann praktisch geholt wirst. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das besser gefällt, als wobei es ist. Na gut, kommt drauf an, System. Was da gerichtet wird, glaube ich, ne? Es ist ein anderes System, du brauchst, und das ist ja bei den Gerichten auch so, die sollen ein unabhängiger Faktor sein, die sollen ja nicht vom Staat abhängig sein.
Du brauchst einen anderen Mechanismus als Wahlen, da du bei Wahlen das gleiche Ergebnis erhalten würdest wie bei Bundestagswahlen. Das heißt, du hättest dann wieder, also du würdest dann diese Machtstruktur einfach duplizieren. Das heißt, du hättest da wirklich direkten Staatsfunk. Aktuell ist das ja mehr oder weniger indirekt, indem die Rundfunkräte da so CDU-SPD-Netzwerke drin sitzen und die doch von der Politik irgendwie da reingewählt werden. Aber bei Wahlen, da hättest du dann wirklich da direkt SPD, Grünen, CDU-Politiker drin sitzen und die hätten da eine Mehrheit. Fällt mir noch ein anderes Problem ein. Hättest du, also wenn sich, also die bestimmen ja nicht über die Inhalte, sagst du, sondern über die Finanzierung. Oder die müssten ja eigentlich auch über die Inhalte bestimmen. Ja, wenn sie entscheiden, was finanziert wird, dann entscheiden sie auch über die Inhalte. Wenn du sagst, keine Ahnung, jemand wie der Parabelritter, der kriegt Geld von Funk, dann ist ja klar, was für Inhalte der macht. Wenn du jetzt sagst, ein Schlomo Finkelstein kriegt Geld von Funk, dann ist klar, welche Inhalte der macht. Wenn du sagst, ein Fabian Lehr kriegt Geld von Funk, dann ist klar, welche Inhalte der macht. Also ich meine, mir ist das halt klar, aber ist das der Oma, die zufällig gelost wird, auch klar? Wie gesagt, es muss jetzt nicht über jede kleine, es muss jetzt nicht über einzelne Kanäle abgestimmt werden, aber ob sowas wie Funk überhaupt Geld kriegen könnte, Geld kriegen sollte. Also da kann man sich ja schon einen Gesamteinblick über das Programm, was sie bisher abgeliefert haben, machen und sagen, okay, die machen hier nur Woken Unsinn und wenn sie sich mal mit Wirtschaftspolitik beschäftigen, ist das ausnahmslos neoliberal, das ist total einseitig, die kriegen jetzt gar kein Geld mehr. Könntest du sagen. Ich denke so insgesamt, na gut, die produzieren halt auch ziemlich viel. Ich denke so insgesamt wird man halt schon so seine Sachen finden, die man da. Also es gab ja auch diese einmal Trans- und Zurück-Doku beispielsweise von ZDF, glaube ich. Also es war nicht mal Funk oder so, das war schon so öffentlich-rechtliche, so ein bisschen gehobener, sage ich mal. Und die haben tatsächlich eine Doku darüber gemacht, über eine Transfrau, über eine Frau, die meinte, sie wäre ein Transmann, die Therapie irgendwie angefangen hat und dann halt irgendwie abgebrochen hat und die Transition hat und so und die ganzen Probleme, die damit einhergehen. Also das gibt's schon. Muss man halt nur suchen. Ja genau, es ist eine Minderheit. Es gibt ein deutliches Übergewicht. Ja. Also, ja, und vieles davon, also ich wollte nur den Punkt wegnehmen quasi, dass es das gar nicht gibt. Es gibt halt schon noch vernünftige Berichterstattung und Aufklärung. Die verschwindet halt auch einfach nur unter Bergen an entweder völlig nutzlosem Wissen oder straight up Misinformation. Ja, also, es gibt auch gute Arte-Dokumentation, also ganz viele gute Arte-Dokumentationen, ja. Deswegen meinte ich ja, alles außer Arte kannst du eigentlich also reißen. Also Arte würde ich da Arte wirklich also in einer Frequenz vernünftige Inhalte produziert, die ich vom Öffentlich-Rechtlichen auch erwarte. Also das ist das, ja, was ich als Standard erwarten würde, wenn ich denen so viel Geld gebe. Also Arte wäre auch so ungefähr so mein Vorbild quasi, wenn ich mir Staatsfunk vorstelle, so ungefähr müsste das dann funktionieren. Das ist halt Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation und Kunst. Und dann halt irgendwie so, das ist ja ein deutsch-französisches Projekt, hast du dann halt auch internationale Projekte, das würde dann halt beim staatlichen oder beim innerdeutschen Rundfunk wegfallen, ne? Oder man würde immer wieder mal so ein bisschen Panorama machen, quasi sich andere Kulturen angucken oder was auch immer. Keine Ahnung. Kann man ja auch machen. So, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, lang genug geredet. War schön mit dir. Aber ja, warte mal. Was? Willst du noch nicht beenden? Hast du schon mein Nazi-Take mitgekriegt? Nee, habe ich nicht. Ich habe damit ja ein paar Wellen geschlagen, tatsächlich. Ich habe, okay, pass auf, wir machen das andersrum. Wenn du die NSDAP so nimmst, wo würdest du auf dem politischen Kompass einordnen? Gott, ich mag diesen politischen Kompass nicht. Aber es gibt ja liberal und autoritär als Achsen. Ja. Also dann bei autoritär und bei und auf der ökonomischen Achse rechts und links und da ganz klar rechts. Und ich weiß, was du jetzt... ganz klar rechts. Ich weiß, was du sagen wirst. Die hatten einige planwirtschaftliche Elemente in ihrer Wirtschaft, deswegen würdest du sie wahrscheinlich weiter nach links packen, oder?
Ich würde die in die Mitte packen. Ja, und also das sehe ich anders. Ich würde sagen, die haben extrem linke und extrem rechte Positionen. Also die sind nicht mittig, die repräsentieren nicht die Mitte, aber sie kommen halt im mathematischen Durchschnitt dort raus. Ja, aber wie gesagt, wegen dieser planwirtschaftlichen Elemente in der LNS-Wirtschaft wahrscheinlich, oder? Richtig. Ja, und die LNS-Wirtschaft, das war eine Kriegswirtschaft. Kriegswirtschaften, die sind immer planwirtschaftlich organisiert. Das hat nichts mit damit zu tun, ob die Parteien, die sie implementieren, links oder rechts sind. Das ist einfach der Notwendigkeit der Sache geschuldet. Also wenn du deine gesamte Nation auf ein Ziel fokussieren willst und die Ressourcenproduktion dahin lenken willst, dann musst du halt bestimmte andere Sektoren runterfahren und das geht am einfachsten in der Planwirtschaft. Das ist bis jetzt zumindest das beste Argument, was ich bis jetzt gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob das der Kritik standhält im Sinne von, weil die von Anfang an damit Wahlwerbung gemacht haben, zum einen. Zum anderen die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei praktisch, die hat sich ja als sozialistische Partei gegründet, im Endeffekt. Der frühere Parteivorsitzende oder wie auch immer die da heißt, oder Parteichef, was auch immer, hat ja Hitler mehr oder weniger angelernt. War ja im Prinzip sein Mentor. Und ich meine das auch aus meinem Kampf quasi. Also es gab einen ganz klaren Antikapitalismus in der Ideologie Hitlers. Doch, durchaus. Ja, nicht Antikapitalismus. Naja, Antisemitismus und Antikapitalismus hat man zusammengeworfen und antikapitalistisch war man aber überzeugt. Also, das war bei denen halt. Man war gegen das Kapital anderer Länder, gegen das Großkapital anderer Staaten. Und das hat man dann auch noch antisemitisch konnotiert. Aber man war nicht gegen das Kapital. Mit dem deutschen Großkapital hat man gut zusammengearbeitet. Da gab es tatsächlich einen linken Flügel in der NSDAP, von den Strasser-Brüdern geleitet, die das ablehnten, aber die wurden ja dann relativ, also die haben den Machtkampf dann schon vor Beginn des Dritten Reichs in der NSDAP verloren und wurden dann abserviert und ich glaube, der andere, das war der. Genau andersrum. Wie? Ich glaube, einer der Brüder, der Jüngere, glaube ich, war sogar derjenige, der eher neoliberale Politik gegenüber offen war und plädiert hat, irgendwie die Großkonzerne eben nicht so hart zu besteuern und so weiter. Nee, Otto Strasser wollte tatsächlich eine Querfrontregierung mit Kurt von Schleicher und mit der SPD sogar bilden, um eine Regierung ohne Beteiligung Hitlers zustande zu kommen und ohne zu bekommen und ohne, also diese Regierung, die hätte dann wahrscheinlich sehr keynesianische Politik gemacht. Also ist alles spekulativ, aber das hat Hitler dann als Verrat gesehen und sich dann später an den Strasser-Brüdern entsprechend gerecht. Warte mal, erklär mal kurz keynesianische Politik. Wie würde das denn aussehen? Politik setzt auf Vollbeschäftigung durch Ankurbelung der Privatwirtschaft, entweder durch Umverteilung oder durch zusätzliche Staatsausgaben oder durch niedrige Zinsen. Also das klingt für mich erstmal so auf den ersten Blick neoliberaler als das, was Hitler gemacht hätte oder gemacht hat. Der Hitler hat auf Kriegswirtschaft gesetzt. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass eine Kriegswirtschaft prinzipiell als rechts oder als prinzipiell links bezeichnen kannst. Okay. Also das Argument mit der Kriegswirtschaft ist tatsächlich ein relativ gutes. Das heißt, ich müsste quasi, also wenn ich davon ausgehe, und das war ja bei Hitler quasi schon seit meinem Kampf klar, dass der einen Krieg anfangen wird. Das war quasi schon vor der Machtergreifung relativ klar, dass seine Ideologie in diese Richtung geht, dass es ja keine andere Möglichkeit gibt. Er wollte ja eine geschlossene, begrenzte Wirtschaft, wo keine Ressourcen mehr aus dem Ausland importiert werden müssen im Endeffekt. Und dafür musste aus deutscher Perspektive praktisch mehr Land einnehmen. Wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt betrachte, vielleicht muss ich quasi mir alles nochmal angucken, quasi unter diesem Stern sozusagen. Dass der Krieg sozusagen der Hauptaspekt ist und die gesamte Wirtschaftspolitik sich dem unterordnet und eine kollektivistische Wirtschaftspolitik den Leuten schmackhaft zu machen, geht halt am besten über sozialistisches Framing und Wording und so weiter. Vielleicht. Ja, die Frage ist jetzt, wie sozialistisch war diese Politik? Ich meine, diese Kriegswirtschaft, die hat ja zu einem starken Wachstum in Produktion gesorgt und die zivile Produktion, die wurde ja nicht runtergefahren dafür, sondern
Der Wohlstand der Leute, der ist ja gestiegen, aber wie hat sich das verteilt? Und die Einkommensungleichheit in Deutschland, zumindest bis 1938, also das habe ich von Thomas Piketty, der hat darüber geschrieben, die ist bis 1938 gestiegen. Das heißt, die reicheren Schichten in der Bevölkerung, die haben von dieser Kriegswirtschaft mehr profitiert. Und Kapitalisten, die hatten ja immer noch die Unternehmen, auch wenn die Produktion, wie gesagt, staatlich geplant wurde, wurden den Kapitalisten am Ende ein riesiger Berg an Profiten, für den sie selber wenig konnten, nochmal geschenkt. Naja, wenn die auch das gemacht haben, was dem Volk dient, praktisch. Also das Privateigentum im Dritten Reich war ja nicht wirklich ein Privateigentum, sondern es musste halt irgendwie dem Allgemeinwohle unterstellt werden. Wenn das nicht gegeben war, dann wurde der Betrieb halt auch ganz schnell gleichgeschaltet im Sinne von, man hat den enteignet und an irgendein Parteimitglied dann versteigert, soweit nicht ich weiß. Mit dem Allgemeinwohl, halt, der Kriegswirtschaft. Das war der wichtigste Zweck nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik. Also kapitalistisch ist es aber dennoch nicht. Doch, also natürlich ist Krieg etwas völlig, also die USA haben ihre Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg auch auf Planwirtschaft zeitweise umgestellt. Großbritannien hat das auch gemacht. Das muss man machen in so einer Situation. Du musst Preise regulieren, du musst Produktion vorgeben, wenn du Krieg hast. Und wenn du einen großen Krieg hast zumindest. Ja, und das müsste ich mir dann nochmal im Vergleich angucken, was Großbritannien und USA dann gemacht haben praktisch. Also wenn die ähnliche Maßnahmen getroffen haben, dann würde ich das einsehen. Ich bin trotzdem mir ziemlich sicher, dass Hitler auch lange vorher halt ein relativ überzeugter Antikapitalist war. Also Antikapitalist auf jeden Fall und dazu halt noch ein Kollektivist. Also selbstverständlich sollten bei dem alle Deutschen halt gleich aussehen, alles gleich tragen und so weiter. Also Uniformität stand halt ganz oben im Kurs und das ist nichts, was du halt bei den Libertären findest. Ja, aber Kollektivismus ist ja jetzt ein Sammelbegriff für alle Ideologien, die nicht liberal sind. Also das ist ja dieser rhetorische Trick, den Liberale immer anwenden. Wir haben so den Liberalismus und da haben wir alles andere, das sind jetzt alles kollektivistische Ideologien, alle gleich. Also das wenden Libertäre besonders gerne. Das ist einfach nur ein rhetorischer Trick, um alles andere in einen Topf werfen zu können, um eine falsche Dichotomie aufzumachen. Ja, aber was sind denn so kollektivistische Betriebe, die du als, keine Ahnung, wirtschaftlich liberal bezeichnen würdest? Sagen wir mal, du hast einen offenen Markt, aber du hast sonst irgendwie einen hohen Grad an Uniformität oder so. Gibt's das? Wie misst du sonst Uniformität? Also ich meine, ja, das wäre jetzt schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass ich da eine Zahl dazu nehmen könnte, aber sagen wir mal, du hast Schuluniform. So, erstmal allgemeine Schulpflicht. Jeder kommt auf die gleiche Schule. Ne? Das ist ja schon mal eine Sache, die relativ gleich macht. Wenn du dazu noch Unterschiede raushebeln willst, gibst du denen halt auch noch alle eine gleiche Uniform. Und jetzt ist das Ding halt, in Großbritannien beispielsweise hat es da auch Uniform, in Japan hat es Uniform und so weiter. Das wäre für mich so ein Faktor, von wegen du hast eine Gesellschaft, da wird halt versucht, möglichst viel Unterschied auszubügeln irgendwie, indem man die Leute gewisserweise gleich macht. Ja, so, trotzdem hast du da einen freien Markt. Also hast du deine Beispiele, wenn es dir jetzt um Schuluniform geht. Wie gesagt, sowas kannst du, glaube ich, nicht allgemein messen. Ja, aber nach der Schuluniform hört es ja dann praktisch auf. Also du hast die Erziehung, die findet halt irgendwie relativ gleich statt. Übrigens, ich meine, private Schulen und so hast du ja in Großbritannien trotzdem noch. Also ich meine, es muss nicht jeder auf eine staatliche Schule, soweit ich weiß. Das ist schon mal ein Faktor, der dagegen spricht gewisserweise. Achso, und ich glaube auch nicht, dass du in England jetzt flächendeckend Uniformpflicht hast an den Schulen. Das wird auch nochmal so ein Ding. Sowjetunion beispielsweise hatten ja alle eine Uniform. In China, meine ich, ist das immer noch so. Aber das wären ja... Also vor allem, wie misst du die Freiheit eines Marktes? Die kannst du ja auch nicht gut messen. Naja, zum einen, wie viel wird besteuert? Wie hoch ist der Staatsanteil quasi? Und wie viel Preisfindung findet über den Markt statt? Also wie viele Preise sind vorgegeben? Dann kann ich dir die freiesten Länder der Welt mal nennen. Das sind dann Länder wie Venezuela, wie Somalia, wie also solche relativ armen Staaten, wo die Wirtschaft kollabiert ist, wo die staatlichen Strukturen nicht mehr richtig funktionieren.
Was sind dann die Preise? Du meinst dann, wenn du den Schwarzmarkt dann sozusagen als Markt betrachtest, würdest du sagen, die Preise sind frei? Ja, natürlich. Ja, aber ist das von der Regierung so gewollt? Nee, ist es nicht, aber sie hat eben nicht die Fähigkeit, das einzuschränken. Und die Ja, haben, wie okay, das war gesagt, ja die haben extrem geringen Staatsanteil. gegen Ende hin, Drittes Reich hatte so das gleiche Problem. Extrem großer Schwarzmarkt und auf dem eigentlichen Markt passiert eigentlich gar nichts mehr. Weil die vorgegebenen Preise von der Regierung halt unrealistisch sind und niemand sich dran halten will. Naja, wir müssen das Thema nicht vertiefen, wenn du nicht willst. Ja, aber wie gesagt, ein Markt braucht immer staatliche Regulation, damit er überhaupt richtig funktioniert. Also zu sagen, wir haben jetzt hier so einen Index, da können wir die Freiheit eines Marktes messen, das ist an sich schon eine ziemlich falsche Idee, denn dann hast du Länder als freieste Länder, wie gesagt, Staaten wie Venezuela, wo staatliche Strukturen nicht mehr richtig funktionieren, nach Ja, jahrelanger praktisch. Wirtschaftskrise. Ja, aber das ist ja der Witz. Also der Markt ist ja freier, umso weniger der Staat dort eingreift. Und mir geht es jetzt darum, wenn wir uns eine Ideologie angucken und diese Ideologie, wenn sie funktioniert, wenn sie in der Praxis quasi auch funktionieren würde, welche wäre das denn? Wenn die Ideologie der Regierung von Venezuela funktionieren würde, wenn die das in die Tat umsetzen würden, wäre der Staat ja bei weitem nicht so frei, oder? Nee, aber du musst schon die Regierung an der Realität messen und nicht an dem, was sie in irgendwelchen Reden Ja, schreiben. Also das. okay, dann waren die Nazis Neoliberale, weil sie gegen Ende hin des Krieges quasi den Markt nicht mehr unter Sie Kontrolle waren gekriegt keine haben, oder? Neoliberalen. Sie waren Na, keine. siehst du. Also. Ne, was für einen Punkt willst du jetzt machen? Habe ich vergessen. Ich meine nur diese Freiheit des Marktes. Also dass man das messen oder kulturelle Uniformität, dass man sowas so einfach messen könnte. Das ist ein Irrtum, das geht nicht so einfach. Du kannst messen, wie hoch der Staatsanteil ist und du kannst messen, wie hoch der Anteil der Preise ist, die am Markt gebildet werden und die nicht vom Staat Ja. direkt vorgegeben werden. Das kannst du messen. Aber was das jetzt über die Freiheit des Marktes aus, also das ist ja auch so ein großes Wort, was es darüber aussagt, beziehungsweise was es darüber aussagt, was für eine Regierung da gerade an der Macht ist. Also, Darüber sagt das dann relativ wenig aus. Es ist ein Indikator, den du heranziehen kannst, mehr nicht. ja, so Failed States guckt man sich ja dann auch in der Regel nicht an. Also, ich meine, wenn du eine Ideologie bewerten willst, praktisch oder so, oder wenn du eine Regierung ideologisch einordnen willst, dann guckst du ja nicht deren kaputtes System an oder so, sondern das, was die ja wollen. Oder nicht? Ja, du kannst dir angucken, was sie wollen. Du musst da, also kommt drauf an, was deine Fragestellung ist. Okay, also erstmal, warte, lass mal neu aufrollen. Du hast gesagt, politischer Kompass gefällt dir nicht, ne? Was wäre ein Gegenmodell quasi? Oder wie würdest du das handhaben, wenn du Regierungen oder Parteien oder so bewerten willst? Nee, ich mag diese Achse autoritär-liberal nicht. Also das ist immer, um diesen Liberalismus abzuheben und so zu tun, als könnte man das auf einer Achse messen. Also links, rechts sorgt für mehr Gleichheit, sorgt für mehr Ungleichheit. Das kannst du relativ leicht messen. Nazis haben, wie gesagt, für mehr Ungleichheit gesorgt. Sie hatten auch eine extrem inegalitäre Ideologie, die ja zwischen verschiedenen Menschenrassen unterschieden hat und die im Extremfall sogar komplett vernichten wollte. Also das Ich ist. meine, unter der ausgewählten Gruppe haben sie doch für viel Gleichheit gesorgt. Nee, eben nicht. Das grenzt ja in ihrer realen Politik absolut nicht. Und es gab einen linken Flügel in der NSDAP, der wurde eliminiert. Nee, das war eher der rechte Flügel eigentlich. Also wirtschaftlich betrachtet, meine ich, war das eher der rechte Flügel. Das waren die Leute, die Spenden gekriegt haben von großen Unternehmen, weil die Kapitalisten noch gehofft haben, über diese Leute die Partei halt irgendwie noch ein bisschen zu. In die richtigen Wege zu leiten, quasi. Für die eigenen Interessen.
Ja, und der SA-Flügel von Ernst Röhm, der wurde auch eliminiert. Also das war, weil der den alten Eliten des Kaiserreichs nicht passte. Na, das war wahrscheinlich eher eine Machtfrage, Ja, weil genau. ich glaube nicht, dass die SA irgendwie wirtschaftspolitisch irgendwie ein Risikofaktor war oder so. Nicht Ich wirtschaftspolitisch, glaube, aber für die da ging alten es halt Eliten nur um Macht. der Reichswehr. Und das waren eben alte deutsche Adelige. Also der deutsche Adel, der war damals noch ein, ja, wenn auch im Schwinden begriffen, war immer noch ein Machtfaktor. Ja. Aber dadurch haben sie sich ja jetzt nicht irgendwie, also das waren jetzt die besten Freunde von Hitler. Ich kann mir eher vorstellen, dass der Dinge machen musste, um mit denen halt irgendwie die Regierung aufrechtzuerhalten. Und ich wette, dass die wären bei der nächsten Gelegenheit, wären sie die nächsten gewesen. Ja, aber man hat schon gesehen, in wessen Interesse, also wie gesagt, wenn du dir die reale Politik der NSDAP ansiehst, dann siehst du, Hast wer von du der profitiert hat hauptsächlich. da ein paar Sachen, die du mir geben kannst, die ich mir reinziehen kann, Wie gesagt, um mir das einfach die anzugucken? Weil ich habe in letzter Zeit gesucht, quasi, ich hätte gern deutsche Wirtschaftspolitik praktisch im Dritten Reich. Würde ich mir gerne angucken. Ich habe keine Ahnung, was ich da suchen soll, wie ich was im besten Fall auch nochmal in der zusammengefassten Version oder so, weil ich ungern Bücher lese. Guck dir guck dir an, wie stark die Monopolisierung der Betriebe vorangeschritten ist, wie groß, ja, wie stark das Eigentum der Betriebseigentümer gewachsen ist, obwohl es darüber wohl keine guten Daten geben wird, wie sich die Einkommensungleichheit verändert hat. Da gibt es bis 1938 zumindest gute Daten und Vor allem kommt ja noch dazu, dass du aufpassen musst. Na gut, man könnte ja vergleichen praktisch dann mit England beispielsweise oder mit Frankreich, zumindest vor dem Krieg noch. Weil du weißt ja nicht, wie die anderen sich entwickelt haben. Du musst sie ja immer in Relation sehen. Also wenn bei allen anderen die Ungleichheit quasi noch höher angestiegen wäre, wäre das ja schon ein Indikator für soziale Politik, die da betrieben wird. Auch kann wenn ich die dir halt. verraten. Das ist sie nicht. Also da gibt es auch gute Daten, die kannst du dir auch angucken. In den USA beispielsweise, da ist die Ungleichheit massiv gefallen, weil da unter Franklin D. Roosevelt eben mit dem New Deal eine komplett, also eine keynesianische Politik gemacht wurde, beispielsweise. In Großbritannien hat das dann mit dem Labour-Programm erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, dass man da auch so eine keynesianische Politik gesetzt hat, aber auch in ganz Europa ist das dann hat das dann nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Das ist, also die Nazis, die haben schon für eine inegalitärere Gesellschaft gesorgt, nicht für eine egalitärere, trotz allen schönen Sonntagsreden, die man gehalten hat. Also ich meine, man hat Mindeststeuersatz angehoben, man hat Unternehmenssteuer hochgebracht, man hat ja enteignet und so weiter und so fort. Aber das, wenn ich das alles quasi einfach begründe mit Kriegswirtschaft, möglich. Kann sein, dass ich dann durch den Faktor Krieg quasi nicht mehr links rechts einordnen kann und dass ich das dann quasi sozusagen erstmal ausklammern müsste, wenn das unter diesem Stern passiert ist. Deswegen. Ja. Hey. Also falls dir irgendwelche Quellen einfallen oder so, ich würde bei dem Fall vielleicht sogar noch Bücher nehmen, weil das ist halt, wie gesagt, eine Position von mir, die hat jetzt Wellen geschlagen. Ich bin der Meinung, dass ich das gut begründen kann. Anhand der Ideologie der Nazis. Ich bin für Gegenbelege offen. Wie gesagt, ideengeschichtlich, also kann man das, diese Ideologie, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Das war ein Sammelsurium, das besonders, also aus sehr vielen, sehr extremen Ideen aus der Zeit damals. Ja. Ein bisschen was vom Marxismus, ein bisschen was vom Kommunismus. Und dann trotzdem irgendwie noch diese Vorstellung von wie nennt man das nochmal? Ja, diesen Sozialdarwinistische quasi auch auf die Wirtschaftspolitik übertragen. Das gab es ja bei den Nazis durchaus. Dass man gesagt hat, in erster Linie soll er erstmal gucken, also wer sich hier durchsetzen kann als Unternehmer, kann sich halt durchsetzen. Aber wenn er das halt nicht unter einem Stern des gemeinsamen Willens macht oder
zum Sinne oder im Sinne des Volkes quasi, dann wird der halt auch wieder gleichgeschaltet und so weiter. Das heißt, irgendwie alles zusammengewürfelt und wenn es nicht gefällt, dann kommt einer und rückt das zurecht, praktisch. Und dieses Zurechtrücken, das würde ich dann halt als antikapitalistisch betrachten, weil du ja sämtliches Privateigentum quasi einer gewissen Ideologie unterwerfen musst, was ja für den Kapitalisten gewisserweise keine geile Sache ist. Zum Krieg aber völlig normalen kapitalistischen Staaten ist. Und wenn du von Anfang an auf eine Kriegswirtschaft abzielst, dann hast du das halt von Anfang an. Die USA, wie gesagt, hatten das ab 1941, Großbritannien ab 1939 auch. Okay. Muss ich mir mal angucken. Also ich weiß, dass das ergibt Sinn, weil das Ding ist halt aber auch, dass das auch eine doch so liberale Regierung wird halt autoritär im Kriegsfall bzw. im Krisenfall. Das haben wir bei Corona gesehen beispielsweise. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Das ist ja quasi das ist ja der Garant dafür, dass du eine freie Gesellschaft aufbauen kannst mit einer möglichst liberalen Regierung. Das funktioniert ja nur, wenn du es dir nicht mehr leisten kannst, den Freiheitsfaktor zurückschrauben kannst praktisch. Weil ich denke, dass Freiheit quasi nur in einem gewissen Wohlstand und in einer gewissen Risikolosigkeit möglich ist. Definitiv. Na gut, dann gucke ich mir das ganze Nazi-Thema nochmal unter dem Stern der Kriegsvorbereitung an. Das ist auf jeden Fall ein besserer Input, als ich von den ganzen Leuten, die diese Position kritisiert haben, bekommen habe bis jetzt. Ja, schön zu hören. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jo, danke dir für die Zeit und das Gespräch. Mach's gut. Ciao.